Ist das eigentlich doof, wenn man abrufen wird? Also prinzipiell ist es natürlich immer doof, wenn der Chef irgendwie im Freien anruft und sagt, hey, komm mal in die Arbeit, wir schwimmen. Aber man hilft natürlich gerne. Also das ist ja immer irgendwie so ein, man hat ja natürlich ein ganz anderes Verständnis für Teamgefüge oder für eine Gemeinschaft, weil es ja auch irgendwie was Familiäres ist, was natürlich auf der einen Seite durchaus sehr, sehr nah und manchmal auch zu nah ist. Aber ich hatte ja eine Zeit tatsächlich, da wurde es mir persönlich zu viel. Lag aber daran, dass ich da erst zu schätzen gelernt habe, was die perfekte Zeit in die Arbeit ist. Und zwar, wenn schnell gehen muss, 15 Minuten. Und das ist jetzt mittlerweile mein Parameter, wie weit ich weg von der Arbeit wohnen muss, weil man da nicht direkt immer abgerufen werden kann. Ja. Weil ich hatte tatsächlich, wir sind direkt in der Innenstadt, Frauenkirche, Hauptplatz 12, und wir hatten eine Wohnung, die war überm Restaurant. Und da war es tatsächlich so, dass der Weg einfach zum Abrufen Viel zu kurz war. Es war zu viel zu schnell, kurz Julian war. anzurufen. Ja, genau. Oder zu klingeln. Aber deine Vorstellung von Selbstständigkeit ist ja mehr oder weniger vorgegeben worden, was ja so ein bisschen, also glaube ich zumindest, traurig ist, wenn man selber sagt, so wie ich damals die Weinbar, oh, ich hätte es gern so und hätte gern irgendwie grüne Wände und rote Wände und die Gläser. Das war ja bei dir schon alles fertig. Klar, man muss natürlich das Ganze auch so ein bisschen, sag ich mal, an verschiedenen Seiten sehen, weil ich hatte ja die Zeit, wo ich mal auch weg war, wo ich auch in Hamburg, in Fontenay bei der Stefanie gearbeitet habe und das Lexette mit eröffnet habe. Und davor war natürlich alles schon eher so ein festgezurrteres Konstrukt, was natürlich irgendwo von meinem Vater vorgelebt und vorgearbeitet wurde. Und natürlich war es mir natürlich dann wichtig, wo ich dann wieder zurückgekommen bin, auch wieder neue Elemente mit in Betrieb zu geben und auch Sachen zu verändern. Und ich hatte tatsächlich, wir haben ja eine Weinhandlung vor 2 Jahren eröffnet, die direkt neben dem Restaurant Das ist ist. dein Baby, Da hatte oder? ich quasi, Ja. also ich konnte eigentlich gestalten und walten, zumindest obergründig, wie ich möchte. Also wir hatten da, ich hatte da auch einen tollen Architekten, Stefan Maria Lang, ein alter Schulfreund von meinem Vater, der sehr, sehr künstlerisch und sehr, sehr gut sein Metier versteht. Und dadurch habe ich einen wunderschönen Weinladen. Von da hatte ich genügend Gestaltungsfreiheiten, manchmal sogar auch zu viel, wo mir da auch nicht so wirklich die Form gegeben worden ist, wie ich arbeiten muss, was man ja auch in einem Betrieb hat. Hier, das ist der Arbeitsablauf von A bis Z und die Punkte müssen abgearbeitet werden. Und so habe ich halt auf der einen Seite viel Freiheit, wie ich meine Arbeit quasi strukturiere, aber auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo durchaus, dass man sagt ja nicht umsonst, dass hier never change a winning system oder je länger und je älter ein Betrieb ist, desto schwieriger ist es, neue Sachen anzunehmen. Dadurch ist natürlich so diese, sag ich mal, betriebliche Veränderung mit so kleinen, feinen Details brauchen manchmal wahnsinnig viel mehr Geduld und Mühe, wie es, glaube ich, anderswo benötigen würde, ne? Also Wein Von gab es sicher daher. schon vorher. Welche Einflüsse konntest du reinbringen? 22 bist du, glaube ich, zurückgekommen. 22 kam ich zurück, genau. Und das war ja natürlich irgendwo auch mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, ich wollte halt irgendwie auch meine Zeit sinnvoll nutzen. Und wir hatten über die Jahre hinweg einen riesen Keller angehäuft. Das war so eigentlich eher so ein Familienbüro-Keller, wo eigentlich alles drin war: Okay. Bücher, Kindersachen. Und dann hat der Papa angefangen, vor 10 Jahren mal ein paar Weinflaschen zu stapeln. Und es nahm halt natürlich irgendwann Überhand. Irgendwann waren es mehr Flaschen als alles andere. Und wir haben einen kritischen Moment erreicht, wo wir gesagt haben, hey, das geht nicht mehr so. Wir haben zu viel Bestand. Wir haben viel zu tolle und auch seltene teure Weine. Das muss ordentlich gemacht werden. Und so habe ich die Corona-Zeit tatsächlich genutzt, dass ich daheim mich im Keller eingesperrt habe, jeden Tag 10 Stunden da rumgewurstelt habe und abends dann groß gekocht habe. Also das war natürlich dann bei uns daheim und das ging dann 3 bis 4 Monate Oh, tatsächlich. wow. Dadurch konnte ich den kompletten Keller neu strukturieren, was für uns immens wichtig ist, weil wir dann auch mal eine richtige Bestandsaufnahme machen konnten und auch genau wussten, wo liegt was und was haben wir denn nochmal alles für Sachen im Keller. Ist ja, glaube ich, der größte Horror, den es für einen Sommelier oder für einen Kellner gibt, wenn er in den Keller geht und nicht weiß, wo der Rosso liegt. Total. Das ist. Um, es ist
Ich glaube, das kannst du ja nur bestätigen, oder? Ich glaube, ich meine, du hast ja auch eine durchaus lange gastronomische Karriere als Sommelier. Und ich glaube, wenn du als fremder Sommelier in Betrieb gehst, ist es immer schwierig. Weil es gibt Strukturen, die der Vorgänger vorgelebt haben, ob du es magst oder nicht, da musst du mitarbeiten. Und dann gibt es natürlich Strukturen, die du erlernt hast. Und dann gibt es natürlich die Kombination, was daraus entsteht. Na, krasser ist es manchmal, finde ich, Und auch ein eigenes System zu innovieren und einfach zu sagen, so funktioniert es. Also wenn du wie ihr im Lakeside alles komplett neu definieren musst und sagen musst, die Flasche hat die Nummer 1 und die Flasche hat die Nummer, keine Ahnung, 1000. Und so findet man die Flasche. Welches System nimmt man da oder wie geht man da vor? Wie hast du das damals bei dir gemacht? Wie hast du deinen Weg gefunden, das Ganze zu organisieren, dass auch jeder es findet? Also ich habe mich so ein bisschen auch an dem System natürlich vom Fontenay orientiert, weil ich ja auch da damals irgendwie quasi mitgewirkt habe. Ich habe ja 2017 angefangen und gehörte somit zum Eröffnungsteam. Viele Entscheidungen wurden natürlich schon getroffen. Ich war dann eher so die ausführende Apparatur, die dann quasi die Kühlschränke gepflegt hat und die ganzen Nummern und dergleichen eingepflegt. Also ich habe mich natürlich daran orientiert und habe halt für mich ein eigenes System entwickelt. Und zwar habe ich tatsächlich den Keller natürlich erstmal strukturiert. Ich habe auch diese schwarzen Kiste gekauft zum Horror meines Vaters, weil der da nicht reinschauen kann und er doch ein sehr, sehr visueller Mensch ist. Und wir dann so Zettel vorne hinhängen, wo dann quasi die Weine drin stehen, was natürlich sehr praktisch ist. Und dann haben wir den Keller quasi in verschiedenen Zügen gestaltet. Der war halt komplett voll. Das heißt, ich musste zuerst alle Weine auf eine Seite räumen, sodass wir überhaupt Regalsysteme einbauen konnten. Das heißt, die ganzen Weine wanderten dann erstmal bis zur Decke auf die andere Seite. Und mein Vater ist dann schon immer nervös rumgelaufen, weil er seine Weine nicht mehr gefunden hat. War das während des, ach nee, es war während Corona. Ich wollte fragen, war es während des laufenden Geschäftes, aber es war ja während Corona. Ja. Genau, das war während Corona. Also er war natürlich auch dann ab und zu da und hat mir auch geholfen. Und ist immer von Typ Mensch, dass er immer den teuersten Wein unter dem riesigsten Berg vergräbt. Das heißt, wenn ich dann mal irgendwie so 20 Kisten hatte und unten war so eine Kiste, dann wusste ich eigentlich schon vorher, dass da eigentlich ein seltener Wein drin war oder sich eine kleine Flasche Rumé versteckt hat oder Rousseau oder irgendwas anderes. Von daher war er natürlich dann ganz aufgebracht, weil er hatte sein eigenes System. Und ich komme als Fremder in den Keller und mache natürlich alles anders, dass er dann die Sachen nicht mehr gefunden hat. Und dann sagt: Julian, Julian, wo sind die Weine? Wo sind die Weine? Ich finde sie nicht mehr, ich finde sie nicht mehr. Ich so: Papa, wir müssen schrittweise vorgehen. Erstmal kommt alles in die eine Seite, dann verräumen wir das und katalogisieren wir es. Und irgendwann taucht die Flasche wieder auf, wenn sie da ist. Aber das wollte er in dem Moment natürlich nicht Klar, verstehen, schwierig. sondern hatte dann eher Angst darum, dass irgendwie seine Flasche abhanden oder nicht mehr da ist. Aber ich glaube, das zeichnet euch aus, dass ihr zwar so dieses italienische System oder diese Lebensart habt, sprich, dass keine riesen Speisekarte gibt, sondern viel über Empfehlungen läuft, ihr aber trotzdem eine Weinkarte habt und das dann richtig konsequent anbietet. Ja, total. Also, weil das war auch eher so eine Sache, die ich dann auch wieder mit in den Betrieb gebracht habe. Wir hatten ja, also wir sind ja in der Innenstadt, wir haben immer ein Riesenplatzproblem. Das heißt, wir hatten halt eine kleine Räumlichkeit, die dann irgendwo auch als Umkleide, Trockenlager und als, sage ich mal, auch wo auch Kühlschränke von der Küche standen. Und da war eben unsere Weinregale, wo wir die Weine quasi verkauft haben. Und mein Vater hat aber immer schon wie ein Großer eingekauft und auch immer die guten Sachen. Immer auch ein gutes, sag ich mal, guten Geschmack und ein gutes Feingefühl für außergewöhnliche Weine, die wir natürlich nicht alle vor Ort lagern können, weil es auch nicht fachgerecht genug gewesen wäre. Das heißt, er hat immer die Weine gekauft, in den Keller gepackt und einen Teil vor Ort dann direkt abverkauft und immer mal wieder eine Flasche aus dem Keller mitgenommen und die dann verkauft, aber alles immer ohne Weinkarte. Das heißt, in der Zeit, bevor ich ins Fontenay gekommen bin, musste ich alle EKA-Preise von allen Weinen wissen. Und dann würde ich ungefähr die Preise quasi ungefähr kann. Was natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, wenn du sagst, okay, du hast hier eine Weinkarte mit 120 Weinen und weißt jeden Wein, wie er kostet auf der Karte. Ja. Das ist natürlich heute nicht mehr ganz so möglich mit den aktuell 1200 Habt Positionen, ihr? Oh, ich hatte aber 750, hatte ich jetzt noch im Hinter. Zwar so mein letzter Stand. ja, wir haben ja, wie gesagt, eine Weinhandlung dazu Ja. genommen, weil wir, wie ich vorhin gesagt habe, keinen Platz
Problem haben und können somit ja zum ersten Mal Weine richtig vor Ort lagern. Mhm. Und da passt durchaus was rein. Und ich habe irgendwann mal eine Inventur gemacht, das war vor 2 Monaten. Das schwankt natürlich immer mal wieder. Mir geht es nicht darum, dass es genau 1000 oder 1300 sind oder mal 700. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Hauptsache, die Weinkarte ist gesund und macht Spaß. Mhm. Aber manchmal wächst es natürlich, wenn dann so Einzelflaschen rumflattern, die dann natürlich dann auch drauf gewartet, die darauf warten, getrunken zu werden. Was machst du damit? Wenn du jetzt, machst du dann Sonderverkauf oder empfiehlst du die, also sowohl in der Weinhandlung als auch im Restaurant? Es kommt immer ein bisschen auf die Flasche drauf an, weil ich denke, dass wir Sommeliers, wir sind ja eigentlich irgendwo eine verlorene Krämerseele, weil wir sind ja eigentlich, wir sammeln. Ja, also, weißt du, das ist unsere Krankheit. Oder wir wollen nichts verkaufen. Ist, ja. Das genau, ist schön, wenn wir wollen, haben. Genau. Das stimmt, oder wie war es bei dir? Ich meine, du gehst ja deinen Keller runter und siehst dann die ganzen vielen verschiedenen Weine und denkst, oh Gott, der hat so und so geschmeckt und so und so. Ist, da will man sich ist ja ein richtiges Geschenk, wenn du dann durch diese eigene oder deine eigene Bibliothek gehst. Und das Schlimmste, finde ich, ist, auch wenn du weißt, du verdienst mit dem Wein x Euro, also teilweise ist es ja wirklich auch sehr attraktiv, den zu verkaufen, aber man möchte fast den Gast noch davon wegempfehlen, wenn man denkt, ach, dann ist er weg, das ist doch schade. Das also, das den hätte ich so gerne noch hier, also den, keine Ahnung, Rumier von mir aus. Die verkauft man sehr total. Ungern. Total. Das sind auch nicht unbedingt manchmal die besten, also die ersten Weine, die man empfiehlt. Wobei, man kann sich ja eigentlich einfach machen, die Weine nicht auf die Karte schreiben. Mhm. Aber man möchte sie auch als Schmuckstück dann dabei haben. Also es soll ja dann eben auch das Ganze auskleiden. Und man möchte auch zeigen, hey, ich habe den und ich habe die Vertikale oder ich habe die eine Flasche, was auch immer. Klar, klar, definitiv. Es ist nur, sobald es, glaube ich, irgendwo draufsteht, wollen die Leute es. Mhm. Und ich finde, also wir haben natürlich eine Weinkarte, die ist ja wo alle, sag ich mal, Bereiche abgedeckt sind, wo auch Raritäten, eine schöne Mischung, alles mögliche drauf sind. Aber wir haben früher ja, das ist ja unser neues Modell. Und früher haben wir die Weine ja verkauft am Gast, ohne Weinkarte, empfehlungsweise. Mhm. Und natürlich dann kann man natürlich viel mehr steuern, wer was bekommt. Das ist jetzt nicht irgendwie snobistisch oder elitär oder du bekommst die Flasche nicht, weil ich die nicht mag, sondern einfach nur, ich betrachte es dann manchmal eher so als Goodie für Stammgäste, die man ja auch irgendwo pflegen möchte. Mhm. Und da geht es auch manchmal gar nicht darum, dass die Weinkarte der Wein teuer ist, sondern einfach nur, das ist eben eine Flasche. Ich sage immer zu meinen Gästen, der Wein hat auf sie gewartet. Oh, ist das schön. Und das meine ich dann auch so in dem Moment, weil der Wein liegt, wir kaufen ihn ein, der liegt dann 8 Jahre oder auch mal weniger und ist dann die letzte Flasche und natürlich auch irgendwo mein Verkaufsargument. Mhm. Wenn ihr dann immer so um die Ecke kommt, hier Restposten, da kann ja irgendwie mal reduziert werden und dergleichen, sehe ich zum Beispiel eher nicht so. Mhm. Eigentlich müsste, je weniger Weine man hat, desto teurer müssten die eigentlich werden, weil man die ja auch näher kennt und weil sie auch für einen selber irgendwo seltener werden. Mhm. Aber ich finde natürlich trotzdem, dass die Weine durchaus immer fair kalkuliert sein müssen, so dass jeder Spaß hat. Was empfindest du als fair? Also wohl, wenn du irgendwo ins Restaurant gehst, als eben auch, wenn du selber kalkulierst? Weil es ist immer so eine zweiseitige Betrachtungsweise. Total, total. Ich meine, jeder geht mit dem Wort fair und in Bezug zur Kalkulation anders um. Ja. Ich habe für mich quasi ich finde, man kann das auch nicht so per se betrachten. Ich finde, zu einer Kalkulation können 10.000 verschiedene Faktoren mit hineinfließen. Und das ist mal angefangen von den Kosten, natürlich auch irgendwo vom Personal und natürlich auch von der Lage, wo man ist. Und natürlich auch irgendwo, finde ich, dass Kalkulation auch so ein bisschen für mich manchmal ein Hebel ist, wie viel man Durchlauf hat. Ne? Mhm. Wenn man sagt, hey, man verkauft zum Beispiel von einem Wein zu viel, dann kann man ihn zum Beispiel mit dem etwas höheren Preis ein bisschen runter reduzieren. Mhm. Zum Beispiel sagt, hey, ich möchte gar nicht so viel Pinot Grigio aus dem Friaul verkaufen, aber ich will ihn auf der Karte haben und die trinken es zu viel. Dann kann man natürlich da so ein bisschen entgegenarbeiten. Und das funktioniert? Ja, ich meine, ich versuche meine Weinkarte per se nicht komplett strukturiert durchzukalkulieren, so dass es keinen Spielraum gibt für, sag ich mal, andere Preisgestaltungen, sondern versucht dann schon manchmal gewisse Weine auch individuell zu kalkulieren. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich habe hier irgendwas, was mir besonders viel Spaß macht, wo ich weiß, hey, das
Da brauche ich viel Arbeit, Akquise. Ich muss den Wein quasi verkaufen, was eigentlich für mich mehr Arbeit ist. Aber wo ich möchte, hey, ich möchte es ein bisschen pushen, ich möchte dem Wein ein bisschen die Bühne geben und ich möchte quasi diese ganze Geschichte mal anstoßen. Dann versuche ich zum Beispiel manchmal das ein bisschen zu attraktiver zu machen, sodass ich der Wein, die Marke, die Brand als solches auch erstmal beim Kunden etablieren kann. Und dann kann man natürlich hinten raus nochmal so ein bisschen feinsteuern, inwiefern die Preise teurer geworden sind oder ob man das mal nur als Auktion gesehen hat oder ob man das kann man, können wir ja auch in unsere Karte implementieren. Ich meine, alle Händler machen das, nur wir nicht. Wir strukturieren alle unsere Weinkarte immer so durch, dass alles nied- und nagelfest ist und alles immer den gleichen Faktor hat, was ich zum nicht richtig finde tatsächlich. Wo ich sage, hey, Pinot Noir, Literary, geiler, genialer Stoff, kommt aus irgendwie so einer Nummer, keine Sau trinkt es, verstehe ich nicht. Dann mache ich es einfach mal ein bisschen günstiger. Und jeder, der es trinkt, ist abgeholt. Oder klar, man verkauft halt irgendwas viel und dann bekommt man auch gleichzeitig weniger Flaschen davon. Dann muss man eigentlich, ist man schon gezwungen, das ein bisschen in der Kalkulation ein bisschen anzuheben. Aber die Außenwahrnehmung ist für dich egal, dass jemand sagt, wenn du den jetzt zu teurer kalkulierst, dadurch, dass der Wein Nee, vielleicht ich sehr meine, präsent ist, dass ihr als teuer für geltet. mich klar, also ich meine, sowas verstehe ich 100%, von da muss man da auch ein bisschen aufpassen, wie man da arbeitet. Für mich ist die Würze, glaube ich, immer der Einkauf, weil ich finde den Beruf Sommelier wahnsinnig faszinierend, weil er wahnsinnig viele Facetten hat. Man muss stark am Gast sein, man muss sympathisch sein, man muss sensorisch fit sein und eigentlich muss man die Weine auch einkaufen können. Das ist Und eine nur weil ein Kunst, in Wein der geil Tat. ist und nur weil ein Wein teuer ist, heißt nicht, dass er gut ist. Und ich finde, dass man halt viel, sage ich mal, sage ich mal, den Gewinn für uns ja irgendwo auch daraus ziehen können, dass man den Wein halt auch gut einkauft. Dass es zum Beispiel am wenigsten Sinn macht, einen Wein teuer zu kaufen. Das ist wie mit Kunst. Teuer kaufen ist einfach, das kann jeder. Aber es bringt es auch nichts, alles zu haben und es bringt auch nichts, alles anzubieten. Von daher muss man da schon so ein bisschen schauen, was möchten meine Kunden, was passt zu meiner Küche und dann kommt die Frage, was möchte ich? Und das auch in der Interaktion letztlich auch mit der zweiten Ebene, mit den Händlern, dass man Total. versucht eben noch ethisch zu agieren, miteinander, füreinander da zu sein. Ja. Und dadurch letztlich macht es der Händler ja auch nicht anders. Er versucht ja seine besten Stücke ja auch nicht breit zu streuen, sondern spielt es dem zu, wo man sagt, der Wein hat auf sie gewartet, wie du es vorhin gesagt hast. Ja, definitiv. Was ist für dich eine gesunde Karte, wenn du sagtest vorhin, dass die Karte gesund ist? Ja, ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man eine Karte aufschlägt und die dann einfach zu, ich will nicht, ich meine, individuell ist jetzt ein gemeines Wort. Ich finde, eine Karte darf individuell, darf Charakter und darf auch eine gewisse Seele haben. Aber ich denke mal, immer am Ende des Tages muss klar der Gast irgendwo auch glücklich sein. Das heißt, für mich ist eine gesunde Karte eine Karte, wo sich auch was dreht, wo dem Restaurant auch quasi Geld in die Taschen gespielt wird, die eben aus mehreren Faktoren zusammengesetzt wird. Beim Ende des Tages kannst du irgendwo deine Kunden bestimmen, die zu dir reinkommen, klar. Aber ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man Gäste belehrt. Oder was denkst du? Und ich finde, dass wir als Sommeliers mit unserer Weinkarte vielleicht manchmal zu sehr in diese Richtung gehen. Ich bin Um da es vorsichtig auszudrücken. total bei dir und für mich war es immer ganz, ganz wichtig, sowohl, ich hatte ja auch einen Weinhandel neben der eigentlichen Weinbar in meinem letzten Projekt und für mich war es immer enorm wichtig, neben den individuellen Sachen, die vielleicht keiner kennt, immer Blue Chips zu haben. Weil wenn jemand reinkommt oder wenn jemand eine Karte aufschlägt und er sagt, okay, ich kenne den und den Wein, dann fühlt er sich erstmal automatisch wohl, fühlt sich vertraut, fühlt sich nicht alleingelassen und merkt, okay, er hat zumindest eine Basis, worauf er bauen und kommunizieren kann. Also typisches Beispiel, gern genommenes Beispiel, Weingut Breuer. Wenn du das auf der Karte hast, das kennt nahezu jeder, fühlt er sich erstmal wohl. Und dann darüber hinaus kannst du ja den ein oder anderen individuellen Vertreter aus dem Rheingau haben, wo man sagt, okay, sie kennen vielleicht die Weine von Theresa, aber das und das könnte vielleicht noch ganz spannend sein, sollen wir das mal probieren.
Und diese Balance zwischen eigentlich auf der einen Seite Blue Chips, sowohl für den Gastronomen, dass er eben auch nicht überall beraten muss, als eben auch für den Gast, der sagt, ich bin nicht ein absoluter Neuling hier in dieser Karte, sondern ich kann mich da auch gewissenhaft langsam voranbewegen, finde ich ganz wichtig. Und das ist so unsere Aufgabe. Total, bin ich ganz bei dir, 100%. Und ich glaube, erfahrungsgemäß finde ich es ja auch so, dass wenn der Kunde oder der Gast erstmal das Vertrauen zu dir hat, dann kannst du ja eh alles machen. Dann hast du freie Und Hand. dann kommen die ganzen Blue Chips. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Weil wenn du sie erstmal gecatcht hast und wenn die erstmal quasi den Fuß im Restaurant haben und die auch dir zuhören. Und da meine ich nicht damit, dass sie sagen, hey, gib mal die Karte und sagen, sondern auch dich proaktiv fragen, hey, was willst du, denkst du, was gut ist? Und ich finde, wenn dieser Schritt gemacht ist, dass der Gast auf den Sommelier zugeht und sagt, hier, gib mir was, dann finde ich den Beruf fantastisch. Also dann kannst du machen, schalten, walten, wie du es möchtest, nur dann musst du es aber auch liefern. Dann musst du auch wissen, was der Kunde haben möchte. Und dann geht es halt darum, was der Kunde haben möchte. Und dann musst du natürlich irgendwo als Dictionary, vielleicht falsch gesagt, aber eher so als Mediator zwischen den Weinflaschen, der Küche, dem Gast und dem Moment quasi agieren und gucken, was passt aus diesen verschiedenen Kombinationen jetzt am besten ins Glas. Was ist schwerer, das Vertrauen aufzubauen oder das Vertrauen zu halten? Vertrauen kommt durch, sag ich mal, eine gewisse Kontinuität, eine Beständigkeit und Vertrauen halten ist, sobald man es hat. Ja, weil ich glaube, entweder du bekommst Vertrauen oder nicht, das kann man nicht steuern. Das ist etwas, was dem Kunden ja irgendwo überlassen ist. Aber sobald du Vertrauen hast und quasi es machen kannst, dann wird man gefordert als Sommelier. Dann muss man in die Vollen gehen, dann muss man überraschen, dann muss man Sachen herausgraben, dann muss man vielseitig arbeiten können in Form von, hey, der Wein schmeckt dir, okay, probieren wir es mal mit was komplett anderem, aber eine gleiche Stilistik. Ähnlich, aber kommt jetzt vielleicht nicht aus Deutschland oder Spanien, Weißwein oder so. Und wenn dieser Vertrauen da ist, dass er sagt, okay, bring, schenk mir ein und der dann und man das dann auch in dem Moment dann quasi abliefert, dann ist es halt fantastisch. Und dann kann man es auch einfach halten. Weil ich finde, für mich, wir haben jetzt kein Menü, wo wir eine Weinbegleitung haben, aber ich finde, ich nehme meine Gäste aus, das kam auch zu Corona-Zeiten, wo ich gesagt habe, wir gehen auf eine Reise. Wir können zwar nicht reisen, aber wir reisen. Wir Schön. trinken Weine aus verschiedenen Ländern und haben gewisse Momentaufnahmen, die wir dann natürlich auch mit dem Storytelling gestalten können in Form von, hey, der Albarino kommt aus Galicien, karger Granit, Fisch. Und wir können halt so, ich finde, Wein ist was Wunderschönes, weil es eben vergangene Momente wieder einfangen kann. Sollen wir ein Weinchen probieren? Mach mal. Gerne, probieren wir. Also ich habe mir schon was Schönes eingeschenkt. Ein Veltliner von Winninger. Finde ich total spannend, weil ich finde, dass der Fritz Wininger extrem viel, nicht nur für die Region, nicht nur für den Veltliner, sondern eben auch für den gesamten österreichischen Weinbau getan hat, weil der in vielen, vielen Bereichen sehr fortschrittlich war. Das nicht nur mit dem gemischten Satz, sondern eben auch mit seinen Veltlinern. Hier haben wir aus dem Nussberg einen der schönsten Weinberge, die es eigentlich in Wien gibt. Als ich ihn vor einem Monat das letzte Mal im Glas hatte, fand ich ihn total faszinierend. Bin ich ganz bei dir. Ich meine, Winninger macht einen super Job, auch was generell Chardonnays und Pinots und alles anbelangt. Und auf jeden Fall, es ist ein Weingut mit einer Vision und die streben nach Qualität. Und ich finde, jeder, der strebt und nach den Sternen greift, den sollte man respektieren und immer eine Chance geben. Und ich finde, wie du gesagt hast, Nussberg ist ja, glaube ich, dieser eine Riegel, der oben auf Wien drauf sitzt. Ich finde, wenn man reinriecht, Genau. finde ich oft immer so durchaus Parallelen auch zu dem, was dann drauf steht, lustigerweise. Wenn ich reinrede, dann habe ich auch so ein bisschen was Nussiges. Fast schon, ist ein bisschen an eine grüne Haselnuss erinnert. Und Ja. kombiniert natürlich mit diesem etwas volleren, saftigeren, oxidierenden Apfel, der so ein bisschen mehr Schmelz und mehr Frucht mitbringt und eben dieses typische kräutrig-pfeffrige, was ein Veltliner eigentlich ist. Ne? Aber super vielschichtig.
Tolle dabei ist diese Fruchtpräsenz, dass man reinriecht, man hat so ganz viel Wein, man hat eine ganz tolle Saftigkeit. Ja, dieses typische Pfeffrige, was ihm zugesprochen wird, was manchmal eben so auch so ein bisschen ausgezehrt deklariert wird oder dargestellt wird, aber hier ist es richtig greifbar und hier ist es so richtig wunderbar definiert. Und ich mag so dieses Säurespiel im Finale. Also er hat diese animierende Saftigkeit trotz dieser Präsenz und dieser Stoffigkeit. Ich kam niemals wirklich damit klar, Veltliner mit Schnitzel zu kombinieren, aber der könnte es für mich auch zum Schnitzel sein. Total. Man macht die Säure, ne? Ich meine, das braucht er auch, weil er ein bisschen voller ist. Er macht diese Frische und diese Salzigkeit hinten raus. Und dann natürlich dann zum Finale dieses. Jetzt nichts Buttriges, aber ich könnte mir das sehr gut mit diesem Buttrigen vom Schnitzel irgendwie zusammen ausdenken und diesen etwas schmelzigen, in der Haus gemachten Kartoffelsalat. Genial ist der, glaube ich, wenn du wirklich eine bunte Gruppe hast. Also auf der einen Seite Leute, die freaky sind, auf der anderen Seite ganz unbedarft, weil ich glaube, dass der jedem gefällt. Klar, definitiv. Ist halt auch, ich finde, Veltliner hat sich auch sehr schön entwickelt die letzten Jahre. Es ist eine Rebsorte geworden, die eigentlich sehr, sehr eindimensional und also sehr uniform war zu einer Rebsorte, die eben es geschafft hat, verschiedene Regionen toll zu reflektieren und auch verschiedene Weingärten einfach schön zu individuell zu repräsentieren, sodass halt Veltliner nicht gleich Veltliner ist. Natürlich hat es eine Grundform, aber ich finde, wie du eben hier gesagt hast, diese Komponenten von etwas mehr Reife, von etwas einer etwas barockeren Frucht, was für mich immer typisch ist für einen weinguten Weingarten, der ein bisschen höher gelegen ist, kombiniert eben durch diese kühle Nacht, durch diese Säure, durch diese straffe Mineralität und eben auf der einen Seite dieses saftig-trinkige, aber auch trotzdem so ein bisschen was Vielschichtiges, was aber nicht zu überfordert, aber auch eben trinkig macht. Und ich meine, ein guter Wein ist der, der am Ende des Tages getrunken wird und nicht der, der irgendwie voll noch am Tisch übrig bleibt. Und das ist wahrscheinlich ein Wein, den man durchaus vielseitig zu vielen verschiedenen Sachen einsetzen kann. Sei es zu einem Backhändel-Schnitzel oder eben auch zu einem so ein bisschen einfach gekochten Schinken und Meerrettich. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum es Marken gibt. Weil wenn wir alle, sag ich mal, so fit wären, Qualität immer perfekt einzuschätzen, und damit meine ich nicht nur die Kunden, sondern auch wir Sommeliers, dann hätten wir das Problem gar nicht. Und ich glaube, das Schöne an Gastronomie und Restaurant und Wein ist eben dieses Vergängliche und dieses Erlebte und dieser Moment, der daraus entsteht. Und ich finde halt wichtig, dass man nicht nur dass man halt versucht, so viele Sinne wie möglich anzusprechen. Und da gehört für mich auch natürlich die richtige Präsentation vom Wein dazu. Das fängt mit dem Glas an, damit es richtig riecht. Das fängt mit der Temperatur an. Das fängt mit dem Reifezustand an. Es fängt mit der Kombination zur Speise. Und es fängt auch mit dem quasi, wie man das dem Gast auch verkauft, das Erlebnis. Es sind viele kleine, große Bausteine, die dann zusammengefügt werden zu einem großen Mosaik, wo was Großartiges draußen steht. Und wenn halt Mosaik aus der Ferne betrachtet, ist es fantastisch, aber wenn es nur aus einem Stein bestehen würde, man es nur aus der Nähe sehen würde, dann hat man nicht alles, was man, also dann erreicht man nicht alles, was man könnte, finde ich. Und bei Wein ist es ähnlich. Für viele ist Wein und Essen einfach super emotional. Klar, für uns Sommeliers natürlich auch. Also wir gehen natürlich irgendwie anders emotional ran. Wir gehen dann schon irgendwie ein bisschen, sage ich mal, fachmännischer vielleicht ran. Aber irgendwie so eine gewisse emotionale Geschichte schwingt immer mit. Aber wenn man sich mal überlegt, okay, woher kommt das, diese Emotionalität beim Wein? Und ich meine, Sensorik ist was unglaublich Tolles und auch Interessantes. Weil ich meine, wir riechen den Wein, wir schmecken den Wein. Schmecken, okay, ein paar verschiedene Geschmacksgeschichten, die wir aufnehmen können, so salzig, sauer und Säure, bitter und Umami und auch auch süß. Aber das Aroma ist ja eigentlich das, was irgendwo ein Wein auch auszeichnet, in der Kombination mit der Haptik im Gaumen, ganz klar. Aber wir nehmen Aromen
wahr, die wir im unteren Unterbewusstsein mit irgendwelchen Sachen verknüpfen. Und für uns wirkt es betörender oder eben nicht betörender, weil wir alles Individuen sind, die eben verschiedene Beziehungen schon zu verschiedenen Aromen aufgebaut haben. Von daher ist für mich Wein höchst emotional, weil wir vieles, sage ich mal, Gelebtes, einerseits historisch, einerseits das Weinjahr und andererseits ist natürlich, was wir selber schon mit dem Sachen, mit den Aroma erlebt haben. Mhm. Deswegen ist für mich Wein ganz klares, was trinkt München oder was trinkt Dresden oder was trinkt Berlin oder Hamburg, hat auch immer was damit zu tun, was für Erfahrungen die Leute gemacht haben. Einerseits, um das Produkt kennenzulernen, aber andererseits, um auch gewisse schöne Momente, die man mit so einem Wein, zum Beispiel in der Spaghetti, erlebt hat, um es wieder nach Hause zu bringen. Mhm. Und viele sind so, oh, dieser Wein, den habe ich ja damals im Urlaub getrunken. Oder hey, das war unser Hochzeitswein. Oder hey, das ist das. Das sind so, man verknüpft, irgendwann geht es ja nicht mehr nur um den Geschmack, wie es in einem guten Restaurant ja auch ist. Natürlich geht es immer um Geschmack, um gute Qualität und gutes Essen. Das ist das Grundbaustein. Mhm. Und dieser wiederkehrende Moment, warum man genötigt ist, nochmal in den Genuss zu kommen, ist eben alles andere, die ganzen vielen verschiedenen Bausteine, die sich durch diese vielschichtigen Geschichten noch hinterher zusammenfügen, wie Küche, wie das Erlebte, das Sensorische, das Storytelling, die Sympathie, die Empathie und alles, was dazugehört. Hm. Aber oder was sagst du dazu? Was du gesagt hast vorhin, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass eine Brand sich über das Storytelling definiert. Und total. In dem Augenblick machen wir in dem Moment, wenn wir dem Wein erklären, wenn wir diese Geschichte erzählen, ja nichts anderes, als dass wir dem Wein zu einem Brand machen, zu einem besonderen Moment, zu einem besonderen Produkt. Und der Kunde ist, ohne dass er selber Engagement hat, muss halt Ja oder Nein sagen, sich vertrauenswürdig darauf einlassen kann. Was findest du, ist schwieriger oder vielleicht sogar interessanter? Ist es der Gast oder der Kunde? Also sprich, der Gast im Restaurant oder der Kunde bei dir im Weinladen? Ich glaube, dass es so komplett verschiedene Personen sind. Total, ne? Wenn es das Ganze auch eine die gleiche Person ist. Ja? Ja. Total, es ist total faszinierend. Ne? Das haben wir auch direkt, also die kommen halt zu dir und ich glaube, wenn eine Person in eine Weinhandlung geht, dann geht es immer um was Spezifisches. Mhm. Und wenn, glaube ich, ein Gast ins Restaurant geht, dann geht es immer mehr was um was Emotionales. Mhm. Die Leute, die nach einem langen Tag ins Restaurant gehen. Die wollen in erster Linie abschalten, zur Ruhe kommen, die Zeit, die wenige, die sie haben, mit den Liebsten quasi verbringen oder auch geschäftlich oder auch anderer Natur. Und das ist ja dann dieses Gemeinschaftliche, wir essen, wir trinken zusammen, wir reden über unsere vergangene Zeiten oder zukünftig oder planen und dergleichen. Und die Leute, die in die Weinhandlung kommen, die wollen genau etwas passend zu etwas haben. Mhm. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Mhm. Die sagen, hey, gib mir was ich nicht kenne oder hast du einen Eiswein? Wie oft ich hier in München gefragt werde, ob ich einen Eiswein habe. Echt? Wir sind natürlich direkt in der Innenstadt, es sind viele Touristen in der Stadt und Es ist natürlich ein deutsches Ding, der Eiswein. Und ich habe teilweise in der Woche 9 oder 8 Kunden im Schnitt, die reinkommen und sagen, hey, haben Sie einen Eiswein? Ist ja krass. Und im Restaurant hat mich noch niemand gefragt. Ja. Aber es ist wahrscheinlich auch so ein München-Ding mit den Touristen, weil mich hat wahrscheinlich im Monat einer danach gefragt, wenn überhaupt. Was ich schade und was ich großartig finde, weil ich finde, dass ohnehin zu wenig Süßweine getrunken werden. Und manchmal ist total. Das so am Ende von einem Abend, egal auch was du gegessen hast, wenn du dieses kleine Pralinchen oder du brauchst ja nicht viel davon, bevor du dir da irgendwie einen Schnaps reinzimmerst oder dann noch eine Flasche Rotwein trinkst als Gnadenstoß, ist so ein sehr sättigender Wein, wie eben eine TBA, Eiswein, Sautern, was auch immer, so die richtige Erfüllung. Oder selbst ein Portwein, selbst eine gewisse Art von Sherry, ein PX oder sowas ist großartig und wird viel zu selten getrunken. Da bin ich 100% bei dir. Und das habe ich auch erst im Gourmet-Restaurant gelernt tatsächlich, wo wir uns dann am Abend dann durch die ganzen Weine verkostet oder probiert haben und am Ende immer ein Süßwein war. Und der Vorteil an einem Süßwein ist, der erfrischt und sättigt zugleich. Ja. Finde ich. Man hat eine Säure, man hat eine Frische, man hat einen reinen Geschmack und es ist oftmals, klar, es gibt natürlich auch kräftige, aber oft ein bisschen schlanker wie jetzt ein Rotwein. Mhm. Und ich finde, dieser Zucker, den man dann am Ende dann irgendwie am Gaumen hat, der löst natürlich auch jegliches Tannin, irgendwie was noch im Gaumen ist und der Gaumen kommt dann so nach so einer sensorischen Reise so ein bisschen zur Ruhe. Total, und ich finde, das
ist etwas, wie du schon gesagt hast, das ist das erfrischende Pralinchen am Ende, was einerseitig sättigt. Das ist, da bin ich zu 100% bei dir. Ja. Und ich finde es auch schade, dass tatsächlich Süßweine immer weniger getrunken werden. Meistens irgendwie eingelagert werden, was auch gar nicht so verkehrt ist manchmal, wenn man einfach Weine für eine längere Zeit einlagern möchte, weil die ja teilweise unkaputtbar sind. Und so einen Wein mal mit 30, 40, 50, 60 Jahren zu probieren, ist teilweise eine richtige Offenbarung. Großartig, definitiv. Das sind auch immer die schönsten Schätze, die man dann wieder findet, irgendeinen alten Süßwein, wo man weiß, hey, das Ding ist noch perfekt. Ja, und es ist kein so großes Risiko. Das hast du ja manchmal bei Rotwein, wenn der irgendwie 20 oder 30 Jahre alt ist, dann bist du auch mit einer gewissen Erfahrung immer gespannt vor dem Moment, wenn du ihn aufmachst, aber du weißt nicht, ob es eine, was für eine Wundertüte es ist. Und beim Süßwein kannst du ihn ganz gezielt einsetzen und kannst dich darauf freuen, also richtig darauf freuen. Definitiv. Und das ist auch, was ich vorhin mal angesprochen habe mit gesund. Ich meine, eine Karte muss auch einfach, die Weine müssen einfach alle, die auf der Karte stehen, müssen einfach zu 100% Spaß machen. Und dann kommt es nicht aufs Alter oder auf den Zustand drauf an, sondern auch alte Weine machen Spaß. Aber das ist halt, glaube ich, die große Kunst, die die Weine in die, also wir wissen, wir müssen ja auch mal präsentieren, die Weine in ihrem perfekten Zustand zu präsentieren. Ja. Wo hast du mehr gelernt in der Zeit vor deinem heimischen Betrieb oder jetzt, seitdem du wieder da bist, weil du ja mehr oder weniger bis 2022 hast du ja richtig Knallgas gegeben, hast etliche Wettbewerbe gewonnen oder warst zweitplatziert in bei der Trophy, warst mehr oder weniger allgegenwärtig, bist davor umhergereist in Australien etc. Und mehr oder weniger ist dann ja so, wenn man mit seinem täglichen Tun zu tun hat, seit 2022 hört man nicht mehr so viel. Also, dass du halt da und daran teilnimmst oder das und das machst oder auf der Weinreise bist. Wahrscheinlich wegen der allgemeinen Einbindung. Ja, es ist, ich finde, als Sommelier lernt man immer dazu, egal in welchem quasi Zustand oder in welchem Karriereabschnitt oder in welchem beruflichen Abschnitt man sich befindet. Und was ich natürlich jetzt auch viel mehr dazu gelernt habe, dass wir das Ganze, was ein Händler eigentlich machen muss und kann, was natürlich ein ganz anderer Bereich ist, den man vielleicht als Sommelier nicht unbedingt quasi unmittelbar hat oder anders hat. Ne? Ich meine, es gibt natürlich den Chef, Director of Wine, der das macht, aber der hat natürlich dann im Hotel einen Einkäufer, der alles für ihn wuppt. Und das ist halt bei uns halt dann alles, was dann auf mich irgendwo zurückfällt. Und dadurch habe ich natürlich anders dazu gelernt. Ich denke mal, dass ich in der Zeit, wo ich im Fontenay oben war, natürlich auch irgendwo, ich komme aus München, aus einem Betrieb, was natürlich jetzt kein irgendwie Sterne-Restaurant oder dergleichen ist. Und ich finde, was schade ist, man heutzutage immer nur darauf runter definiert wird, als Sommelier, wo man arbeitet oder wo man gearbeitet hat oder wie toll der Küchenchef ist. Man oft auch vergisst, dass es viele andere tolle Menschen gibt, die mit Wein genau gleich große Passion und auch super im Thema sind. Und für mich war es natürlich irgendwie wichtig, wo ich in Hamburg rum war, auch so ein bisschen für mich meinen Namen in der Branche zu machen. Deswegen habe ich natürlich auch bewusst versucht, alles mitzumachen, was ich mitmachen kann, auch an Wettbewerben. Und natürlich, als ich dann mit der Stephanie angefangen habe, die ja mittlerweile Master Sommelier ist, war es für mich natürlich auch naheliegend, auch Code of Master Sommelier Karriere einzuschlagen. Mich dazu quasi erproben, was ich nur jedem empfehlen kann, weil alles, was ein Sommelier quasi in seinen Fähigkeiten besser machen kann, ist eigentlich etwas, was wir machen sollten. Und ich finde, so eine Sommelier-Ausbildung ist für mich wie ein Führerschein. Hier so, hey, du kannst eine Flasche Wein aufmachen, kennst dich mit Geschmäckern auf, let's go, mach was draus. Und deswegen ist es immer ein kontinuierliches Lernen. Und dementsprechend war es für mich natürlich auch wichtig, in meinem davor eher einseitigen Betrieb, wo es natürlich gewisse Länder zu kurz gekommen sind, auch schön in Hamburg die ganze weite Welt auf einer Weinkarte zu haben und großartige Weine zu sehen. Und da habe ich auch für mich, so hat dieses Aha-Moment gehabt, hey, Wein muss nicht immer Burgund oder muss nicht immer Champagner sein oder muss nicht das und das immer sein. Es gibt großartige Winzer, die ihr Handwerk verstehen und eben aus ihren Ressourcen das Bestmögliche machen und daraus ein Kunstwerk entsteht, was einfach sensorisch einen abholt. Ich will tatsächlich wieder auch weiterlernen und auch mehr machen.
hatte nur durch den Familienbetrieb, durch die Eröffnung vom Weinladen, kam ich natürlich auch beruflich an meine Grenzen. Und diese ganzen Fortbildung, Weiterbildung und Wettbewerbe, die bezahlen natürlich am Ende des Tages auch nicht mein Gehalt. Von daher war es natürlich irgendwo wichtig, die Weinhandlung zu pushen, den Familienbetrieb, sag ich mal, so umzurüsten, wie ich es mir vorstelle, mit der Weinkarte, mit diversen Abläufen, mit gewissen Strukturen. Und das ist natürlich ein Familienrestaurant wesentlich schwerer als in einem anderen Restaurant jeglicher Art. Hm. Weil da kommt dann immer die Geschichte, wieso, das haben wir doch immer schon so gemacht und das sehe ich doch überhaupt nicht ein. Mhm. Und es gibt natürlich dann gewisse Prozesse, die woanders, sag ich mal, innerhalb vielleicht von 2-3 Wochen dann kannst du machen, dauert halt dann länger. Mhm. Natürlich hat man dann vielleicht auf der anderen Seite auch ein bisschen mehr Möglichkeiten oder in Form von, man kann sich ein bisschen mehr, sag ich mal, entfalten. Mhm. Weil man nicht zu in seinem Leben nicht so zu sehr strukturiert ist. Mhm. Natürlich, diese Fahrtrichtung ist immer gleich. Um das zu ändern, dauert noch länger, weil eben wir viele Angestellte auch haben, die schon seit über 20 Jahren bei uns arbeiten. Oh, wow. Und so neue Sachen sind immer schwierig. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch das, was uns irgendwo auszeigt, ist diese Konstanz über die Jahre. Und da wahrscheinlich auch wie beim Gast, wenn du einmal das Grundvertrauen hast, dann kannst du auch innerhalb dieses Familien- oder Wirtschaftskonstruktes mehr oder weniger alles machen. Kommt man da aber dann persönlich auch so ein bisschen zur Ruhe, dass man selber eben sagt, auch jetzt läuft's doch und man hat diese Energie und den Drive nicht mehr, den du hast, wenn du irgendwo angestellt bist, deinen Namen irgendwie aufbauen musst und eine öffentliche Präsenz hast und die bespielen musst? Oder kommt das dann irgendwann wieder, du bist ja jetzt mitten in diesem Game drin, dass du sagst, oh, jetzt würde ich aber ganz gerne mal wieder in der Szene was machen. Du bist ja auch bei der Sommelier Union aktiv und bist ja Regionalsprecher, also du tust ja was. Nee, definitiv. Also ich möchte auch wieder weitermachen. Hm. Aber um eben das zu schaffen, muss ich ja meinen Alltag so strukturieren, dass ich mich mehr rausnehmen kann. Und das habe ich natürlich auch über die Jahre hinweg versucht. Und habe es halt natürlich noch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich manchmal, hatte ich eine Zeit lang, wo ich dann auch, klar, jeder in unserer Branche arbeitet viel. Aber wenn man irgendwie 70, 80 Stunden die Woche mit irgendwas beschäftigt ist und dann gerade noch irgendwie das Private handeln kann, dann fehlt einem oft die Zeit, um noch mehr zu machen tatsächlich. Mhm. Da kannst du bestimmt sicherlich auch diverse Erfahrungen auch uns teilen, oder wo du auch teilweise beruflich so eingenommen oder in so einer Maschinerie drin warst, dass du auch kaum warst, irgendwie auch anderen Sachen nachzukommen. Total. Wie war das bei dir? Das Schlimme war ja dabei, dass es so viel Spaß gemacht hat. Also das war mein größtes Problem, dass man die Arbeit nicht als Arbeit wahrgenommen hat und sagt, okay, jetzt brauche ich da mehr oder weniger einen Cut, sondern da hat man seinen täglichen Service gehabt, der ja dann meistens schon irgendwie 8, 9, 10 Stunden in Anspruch genommen hat oder wo man in Anspruch genommen wurde. Dann hat man noch ein bisschen Weinkarten schreiben, dann schreibt man noch für das Magazin, dann hat man noch das Projekt, was man da irgendwo begleitet und dann vielleicht noch irgendwie eine kleine Mitarbeiterschulung oder sonstiges. Also man war ja mehr oder weniger weit über die normale Arbeitszeit hinaus und jedes dieser einzelnen Projekte oder dieser einzelnen Tätigkeiten hat so viel Spaß gemacht. Selbst wenn du dich hinsetzt und sagst, ich bilde mich weiter, ist es ja in gewisser Weise Arbeitszeit, aber es ist natürlich eine berufliche Arbeitszeit. Also in dem Sinne wäre es eigentlich Arbeitszeit im klassischen Sinne. Oder wenn du sagst, ich wühle jetzt 5 Kataloge durch, um einfach den perfekten, was auch immer, schlag mich tot zu finden, dann ist es ja auch rein Arbeitszeit, aber diese 2-3 Stunden, was es dann in Anspruch nimmt, nimmt eigentlich keiner irgendwie wirklich wahr. Und die Servicezeit macht natürlich auch Spaß. Also das war so mein größtes Problem und auch mein Problem, dass ich selber ganz wenig Ausgleich außer Familie gefunden habe. Hast du einen Ausgleich? Also machst du irgendwie Sport oder? Ich habe tatsächlich vor bevor ich jetzt in Hamburg war, hatte ich ein viel geregelteres Leben. Ich hatte meinen Ausgleich, ich habe viel Sport gemacht, ich habe extrem viel gelernt, ich habe viel gearbeitet, aber es war alles wesentlich strukturierter. Okay. Und ich hatte damals natürlich als Angestellter der Vorteil, du gehst in die Arbeit und gehst außer Arbeit und alles bleibt so ein bisschen dort. Und das hast natürlich so, bei mir aktuell ist eher die Problematik, dass es immer allgegenwärtig ist. Mhm. Wenn man dann auch mal irgendwie an einem Familientisch sitzt, dann geht es um die Arbeit. Und wenn man da ist, dann geht es um die Arbeit. Redest du mit deinen Brüdern, dann geht es um die Arbeit. Ja. Und dann kommt die Freundin, dann redest du über ihre Arbeit. Und
Deswegen ist der Ausgleich tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit. Ja. Aber als Ausgleich, was mir immer sehr viel geholfen hat, weil ich ja ursprünglich mal eigentlich Koch war oder als Koch angefangen habe, meine Karriere. Ich koche extrem gerne. Und wenn ich zum Beispiel Zeit für mich nehmen kann und zum Beispiel etwas Tolles kochen kann, dann ist es für mich auch immer etwas, wo ich auch extrem gut abschalten kann, weil es ja auch eine sehr systematische Arbeit ist, wo man strukturiert vorangeht, wo man was auch was Schönes ist, was manchmal als Sommelier, ich meine, wir kreieren zwar Momente, aber als Koch kreiert man was anderes, in einer anderen Wertigkeit, finde ich. Und das ist natürlich auch was Schönes, finde ich, wenn man was erschafft, Das war mein wo man größtes Problem dann. letztlich in unserem Berufsfeld, dass wir nichts haben, was man sehen kann. Also aus einer Rechnung Ja. vielleicht irgendwie, wo man sagt, okay, das Genau. habe ich verkauft oder sonstiges, Oder. aber als Koch oder als Bauarbeiter hast du etwas, was du sehen kannst und du hast am Ende ein Produkt, auf das du stolz sein Genau. kannst oder was nach hinten ging. Und da die eigene Erfüllung zu finden, also am Lächeln des Gastes zum Beispiel, fand ich am Anfang immer total schwer und musste ich auch erst lernen, dass das mein Produkt mehr oder weniger ist, das Lächeln. Bin ich zu 100% bei dir. Und nicht jeder Gast kann das gut auch mitteilen. Und ich finde ja auch mal, das Schwierige ist immer, was ist ernst gemeint, was ist nicht ernst gemeint. Ich meine, klar, wie oft gibt es falsche, ich meine, ich glaube, bestimmt 90% der Komplimente, die gemacht werden, sind ja eh einfach nur oberflächlich gemeint. Und ich finde, deswegen ist es auch, das ist eine ganz andere, bin ich bei dir, diese Realisierung, okay, das ist erschaffen und eben dieser glückliche Gast. Aber ich glaube, das ist eher dieser Vibe, die man dann irgendwann spürt, der dann übers Lächeln hinausgeht. Und ja. Diese Energie, die man Ne, dann und irgendwo fühlt, finde ich komplett. auch. Und ich glaube, das macht auch einen tollen Abend aus, oder? Wenn viel los ist, alle gut miteinander arbeiten und dann steht so eine Energie. Und ich glaube, das ist das Schönste an unserem Beruf, diese Energie, diese Power, die irgendwo dahinter steht. Und natürlich diese Energie, die dann dadurch entsteht, dass eben die verschiedenen Mosaikteilchen zusammenkommen und eben was Großes entsteht und der Gast eben dir auch diese Energie wieder zurückgibt. Wie hast du aus dem Kochberuf herausgefunden oder zum Wein hingefunden? Das war ja eigentlich einfach. Tatsächlich, oder einfach. Ich meine, bei uns gab es ja immer schon Wein und ich glaube, der erste Wein, der mir geschmeckt hat, das war dann, ich glaube, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener ist man ja so Wein nicht gar so geneigt, weil es ja irgendwie viel zu komplex ist. Ja, und es hat Säure, es hat Tannine, es ist unbequem. Ja. Genau. Und irgendwann hat natürlich mir dann Wein Spaß gemacht, aber ich war natürlich dann noch in der Küche. Und tatsächlich war eine Person bei uns im Service, ging dann in Mutterschutz. Und wir waren unterbesetzt und dann durfte ich raus in den Service. War früher eigentlich eher so ein bisschen von der introvertierteren Seite, der nicht so auf Leute zugeht. Und musste mich natürlich dann damals einer neuen Herausforderung stellen und war arbeiten am Gast und auch arbeiten mit einem Gast. Und da wir natürlich früher keine Weinkarte hatten und wir auch irgendwann auch natürlich auch Wein verkauft haben, war es dann immer eher so, dass man Weine empfiehlt, wo man natürlich auch vorselektiert auch empfehlen kann. Ne? Ich meine, man muss jetzt nicht die ganze Karte wissen, um Wein zu empfehlen. Sage ich auch mal meinen Sommeliers, lernt ein paar Sachen, wo ihr fit seid und dann habt ihr zumindest schon mal etwas, wo ihr zurückgreifen könnt. Und damals hat der Papa mir halt dann die drei Flaschen gegeben, hat gesagt, der kostet so und so viel, der kostet so und so viel, der kostet so und so viel. Verkauf mal. Dann stehst du natürlich am Gast so, hä, was habe ich da? Was ist das? Ich kenne nur den Preis, aber das ist manchmal natürlich auch eher das, was der Kunde möchte. Und ich glaube, manchmal ertappe ich mich immer noch dabei, dass man einfach nur vorliest, was auf der Flasche steht. Oder was denkst du? Also ich bin da eher so ein bisschen nerdig und versuche dann eigentlich so immer so die zweite, die dritte Ebene von dem Wein mitzunehmen. Oder das, also mich nervt das, Total. wenn ich irgendwas nicht kenne oder wenn ich irgendwo bei einer Probe bin und ich kenne das nicht. Also ich versuche mich dann schon zu informieren und bin dann aber fast so ja, nerdig im Prinzip, dass ich dann immer noch die nächste Ebene wissen möchte und die nächste und dann und mich, ich finde es dann unangenehm, wenn ich so das Gesamtfeld nicht greifen kann. Also ich fühl die Situation total, wo man dann auf den Gast losgelassen wird und dann eigentlich fast nur fragen kann, möchten Sie einen Wein für 10 Euro, 20 oder 30 Euro, wenn man nicht mehr Informationen hat. Aber ich würde dann versuchen, wahrscheinlich mehr Wissen darüber zu erlangen.
um dann die Geschichte zu erzählen, dann wieder dieses Storytelling. Oder ich möchte den Wein einmal probiert haben, um einfach zu vermitteln, wie ich den Wein empfinde. Also man muss nicht immer alles über alle Weine wissen, aber man muss zumindest wissen, wie er sich anfühlt, wie man ihn schmeckt und wie man diesen Geschmack hin zum Gast transportieren kann, dass er es wahrnimmt und aufgrund dessen seine Entscheidung für den Wein treffen kann. Total. Und das war auch der Grund, warum ich dann zum Sommelier wurde. Weil es hat mir irgendwann nicht mehr gereicht, einfach nur zu sagen, das ist so und das ist so und das ist so. Und dann bist du auf die Schule gegangen oder was war der nächste Schritt dann? Oder hattest du ein Vorbild in dem Augenblick, wo du sagst, der war so ultra, war es dein Papa oder... Was mein Vater immer gut konnte, der konnte zwar jetzt nicht den Wein erklären, aber der hat immer den Geschmack vom Kunden begriffen. Ah, okay. Und so ist er quasi zum Erfolg gekommen, dass er immer den richtigen Wein dem richtigen Kunden verkauft hat. Mhm. Und die sagen, super, schmeckt mir. Natürlich Qualität als solches erstmal verstehen, konnte er natürlich auch immer. Mhm. Aber ich hatte natürlich damals dann die Situation, hey, ich möchte wissen, was das ist. Ich habe mir Bücher gekauft, extrem viele Burgundbücher, extrem viele andere. Dann habe ich dann in die Sachen selber einfach hineingelesen, weil mir einfach die Information nicht genug war, weil ich dann immer irgendwie das Gefühl hatte, Wein ist manchmal so eine Suche nach dem Gral, nach dem ultimativen Geschmack oder das, was einen abholt. Mhm. Weil es ja einfach so eine riesige Welt ist, wo man eigentlich überhaupt am Anfang gar keine Parameter hat, was ist gut, was ist schlecht. Mhm. Ich meine, wenn du anfängst, hast du keine Ahnung, du weißt nicht mal, was dir schmeckt, das ist Punkt 1. Du weißt nicht mal, wie, und je mehr du schmeckst, desto mehr schulst du auch deinen Geschmack. Du bist so blind, als wärst du quasi in der Welt und wärst blind. Und natürlich hatte ich dann Bücher, habe mich dann eingelesen, war auf Reisen mit schon gewissen Händlern, war nochmal in der Weinreise. Aber tatsächlich waren es zwei Momente, die mich dann dazu getrieben haben, auch Jahre später, ich glaube 2 oder 3 Jahre später, 2017 habe ich meine ERK gemacht in München, waren so zwei Momente, die mich dazu gebracht haben, ein Sommelier zu werden. Okay. War einmal eine Weinreise, wo ich damals auch die Stefanie Hing kennengelernt habe, wo ich damals waren bei Jean-Louis Trappé und hatten eben gerade in einem Weinkeller auf einem Weinfass wurde ein Chambertin in unsere Gläser geschenkt und eben damals die Oma oder die Madame Trappé hat dann uns die Sachen erklärt und es hat einfach so viel Spaß gemacht zu sehen, okay, ich habe das alles gelernt, ich weiß ungefähr, was La Tressée sein sollte, was Chambertin und das und das und dann hat man die Sachen in einem Glas und sieht zum Greifen nahe die Unterschiede. Mhm. Und das war super, das war fantastisch. Und natürlich dann, wo ich dann mal als Gast damals auch die Astrid Ziegelmeier hatte, da haben wir damals diskutiert über La Grand Rue, ob das jetzt ein Grand Cru ist oder nicht. Und ich hatte natürlich einen Tag vorher mich belesen und gesehen, dass es mittlerweile ein Grand Cru ist. Und dann haben wir darüber diskutiert und hat sich natürlich dann herausgestellt, dass es dann auch so war. Mhm. Und sie meinte so, mach unbedingt einen Sommelier und dann habe ich mich angemeldet und habe meinen ERK-Sommelier 2017 gemacht. Habe den quasi dann bestanden, aber eigentlich tatsächlich mit sehr, sehr schlechten Noten. Okay. Gerade so durchgekommen, weil ich natürlich auch damals in meiner Schulzeit nicht unbedingt der größte und enthusiastische Lerner gewesen bin. Sondern eigentlich immer nur so viel gemacht habe, wie ich machen muss. Das ist natürlich irgendwo eine sehr jugendliche Einstellung, die man dann eigentlich relativ schnell ablegt, sobald man was hat, was dann wirklich Spaß macht. So war es dann natürlich auch bei mir. Ich habe dann mehr K gemacht und habe dann im gleichen Jahr im Fontenay oben angefangen. Mhm. Damals hat dann die Stefanie gesagt, hier, Weinkarte, 600 Positionen. Wenn du als Sommelier hier arbeiten möchtest, musst du wissen, was du verkaufst. Mhm. Viel Spaß. Und dann habe ich es natürlich habe ich dann jeden Tag alle Weine einmal komplett durchrecherchiert und dann auch angefangen mit dem Code of Master und allen anderen Sachen und habe mich halt richtig ins Zeug gelegt und habe dann quasi gelernt, weil mir eben der Beruf als solches dann irgendwann so wichtig geworden ist, dass ich sagen möchte, okay, ich möchte zu den großen Sommeliers irgendwann mal gehören, meinen ganzen Vorbildern, die das alle schon quasi bereitet haben und schon weiter vor mir sind und dass ich da auch irgendwo mal hinkomme und habe dann natürlich gearbeitet, hart gearbeitet in Fontenay. Am Anfang natürlich in der Eröffnung gab es weniger Zeit, aber irgendwann gab es dann so eine gewisse Struktur, wo ich dann
durchaus nur meine 45-Stunden-Woche hatte oder auch manchmal 50 oder auch manchmal nur 40, wo ich dann einfach auch extrem viel Zeit am Vormittag gefunden habe, zusätzlich noch dann zu lernen. Mhm. Weil mein Tag bestand eigentlich nur aus Lernen, dann einem kleinen Mittagsschlaf und dann Arbeiten. Mhm. Aber ja, und da hatte ich natürlich eine ganz andere Einstellung wie damals bei meinem ersten Sommelier-Schein. Wer waren die Vorbilder, wo du so sein wolltest wie die? Ich glaube, wenn man so fremd, ich glaube, so Vorbilder verändern sich mit der Zeit. Ja. Und ich glaube, die ersten Vorbilder, die man hat, ist natürlich, wenn man als Kind oder als junger Erwachsener oder als angehender Erwachsener oder auch dann zum späteren Zeitpunkt mal in einem Restaurant ist, wo man mal von einem Sommelier, also einem richtigen Sommelier quasi bedient wird. Mhm. Und für mich war es natürlich früher auch irgendwo der Stefan Thurio, weil mein Vater früher ein großer Freund von der Küche von Martin Fauster war. Mhm. Und wir natürlich dann oft auch die Geburtstage und auch besondere Momente auch immer dort zelebriert haben und wir damals schon großartig Weine getrunken haben. Und es dann irgendwann so weit ging, dass ich natürlich auch geschuldet darin, dass ich irgendwann mal Koch war, wo ich gesagt habe, hey, ich muss Geschmack verstehen, ich möchte es auseinandersetzen, habe ich damals, bevor ich irgendeine Sommelier-Ausbildung gemacht habe, mir dann oft auch manchmal zu Weinen gewisse Notizen gemacht. Mhm. Weil ich hatte eine Menükarte mit Essen und Wein, was ja schon vorgedruckt war, und habe dann gesagt, mir so reingeschrieben, warum mir das so gut geschmeckt hat. Einfach nur, weil mich so dieses ganze Aromen, Geschmacks, Genuss und auch alles andere, was halt eben so ins Geschmack gehende, quasi gehende, also fasziniert hat. Von daher kann man eigentlich sagen, dass natürlich ich mich als Sommelier auch als solches entwickelt habe und ich natürlich durch meine Vorbilder auch irgendwo geprägt worden bin. Ich meine, der Thurio hat natürlich irgendwie französische Weine Burgund, natürlich auch mit der Küche, dieses Zusammenspiel und das ist altfranzösische irgendwie gut abgeliefert. Und natürlich dann waren wir dann oft immer auch in anderen Restaurants, wir dann oft immer in 2 oder 3 Sternen, wo natürlich immer großartige Sommis sind. Oder mal mit Stefan Gast oder mal beim Heberlin und mal woanders essen. Und immer hat man diesen großartigen Sommelier, der empathisch ist und toll mit Menschen kann und auch genau tolle Empfehlungen sprechen kann und eben so profund ist in dem, was er tut. Und das sind natürlich alles, sage ich mal, Menschen, die ich natürlich auch meinen großen Dank irgendwie aussprechen muss und auch, weil die mich natürlich auch geprägt haben darin, was es auch bedeutet, Sommelier zu sein. Mhm. Und natürlich, je mehr man sich dann beliest und jemand dann irgendwie durch Weinbüchern irgendwie durch sich ackert und arbeitet, sind natürlich auch andere Personen noch hinzugekommen, die natürlich irgendwo Vorbilder sind. Ne? Wenn dann irgendwann es dann Code of Master Sommelier ist ja sehr nah auch an dem System, was Master of Wine ist, diese, sag ich mal, Informationen, die man dann en detail dann quasi sich aneignen muss, die gehen dann schon sehr, sehr in die Tiefe. Und natürlich, wenn man dann mal so ein Chances Robinson aufgeschlagen hat, ich meine, das ist natürlich schon eine alte Dame, aber diese Leistung, die solche Menschen, die, sag ich mal, diese ganzen Bücher, die ganzen Informationen für uns eigentlich vorbereitet haben. Es ist natürlich auch alles, sag ich mal, großartig, weil ich glaube, die Geschichte in der Sommelierie ist immer auch das Erbe, was man irgendwo hinterlässt. Ne? Man arbeitet was, wie du gesagt hast, man möchte diese zweite, dritte Ebene haben und irgendwann gibt man das Ganze weiter. Und über die Jahre kumuliert sich halt natürlich ein Riesenwissen, was natürlich dann irgendwann zu uns kommt. Also wirklich finde ich auch unglaublich erstaunlich, was Janice dort geleistet hat in ihrem mehr oder weniger Lebenswerk oder mit den Büchern, die sie uns geschenkt hat, mehr oder weniger. Und Oder auch so ein Broadband. Ich meine, ich habe immer noch so ein Buch daheim, wo ich dann ab und zu mal so alte Jahrgänge nachschlage. Weil der hat so ein Buch rausgebracht mit so Verkostungsnotizen bis 1850. Wo er alle Sachen durchprobiert hat. Und manchmal ist es natürlich für mich schwierig zu wissen, wie schmeckt jetzt bitte ein 70er Lafitte? Oder wie schmeckt jetzt so und sowas, weil man natürlich nicht heutzutage einen schwierigeren Zugang zu sowas hat. Weil es natürlich einerseits extrem teuer geworden ist, andererseits natürlich auch irgendwann alte Weine einfach weggetrunken werden und natürlich auch nicht jedes Restaurant sowas hat. Für mich ist natürlich interessant, mal zu sehen, diese Momentaufnahme, wo dann draufsteht, der Wein schmeckt so und so, letztes verkostet zum Beispiel 2017. Ja. Wo ich dann denke, okay, mir geht's gar nicht darum, was da drin steht, sondern mir geht's nur darum, wie positiv redet er über den Reifezustand. Und daraus ziehe ich dann für mich Informationen, mit denen ich natürlich arbeiten kann, wo ich dann einen Kunden habe, der sagt, hey, ich hätte gern einen alten Jahrgang Margaux, und ich so, ja, guck mal, was gibt es so? Und dann habe ich ihn damals einen 83er Margaux rausgesucht, den ich natürlich vorher so nicht probieren konnte,
aber natürlich im Vorfeld recherchiert, weil man kauft eine teure Flasche Wein, die man für einen Stammgast natürlich irgendwie verkaufen möchte, und der muss natürlich dann auch passen. Mhm. Von daher ist es halt für mich sowas natürlich auch super praktisch gewesen. Und ich finde es natürlich irgendwie faszinierend, dass dieses ganze Akribische, wie Sommelier ist, oder was sagst du dazu? Wir sind auch eigentlich, wie du gesagt hast, Nerds, aber ich glaube, das, was uns auszeichnet, ist auch das Akribische. Das ist nicht aufhörende Sammeln von Weinflaschen und Informationen. Bist du da grundsätzlich eher der digitale oder analoge Typ? Also, weil du sagst, du nimmst dir ein Buch von Broadband in die Hand und suchst danach. Also arbeitest du lieber mit Büchern oder dann doch eher mit digitalen Hilfsmitteln? Ich finde beides großartig tatsächlich. Ich habe immer Bücher gehabt und immer Bücher gesammelt und gekauft und habe dementsprechend auch eine riesen Sammlung an Weinbüchern, Kochbüchern, vor allem so Fachbücher tatsächlich, was auch eigentlich rückblickend sehr nerdig ist oder sehr wenig Literatur dazwischen steht. Jetzt wollte ich das mal ein bisschen aufstocken. Aber irgendwann wurde ich mehr zum digitalen Mensch tatsächlich. Ja. Und ich finde beides großartig. Ich finde, beides hat seine Vorteile und seine Schwächen. Mhm. Und ich meine, wir haben beide Möglichkeiten, wir können das Beste draus machen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als ein Buch aufzuschlagen, das mal eine längere Zeit in einem Weinkeller gelagert worden ist. Ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein Weinbuch bekommen. Ich habe es aufgeschlagen und es hat gerochen, wie als stünde ich gerade in einem Weingut und es gärt gerade oder Hefe fliegt irgendwie durch die Gegend. Fand ich auch großartig. Aber ich finde, das ist natürlich in Bezug auf Weinentwicklung, ist halt, sind halt das Analoge so ein bisschen langsam. In Form von, rein theoretisch, wenn du es genau nehmen möchtest, musst du jedes Mal, wenn ein neuer Atlas rauskommt, einen neuen Atlas kaufen. Und das sind, sag ich mal, Bücher, die natürlich im Digitalen, sag ich mal, für mich mehr Sinn machen, wo ich einfach sage, hey, da möchte ich up-to-date sein, weil das ist mir wichtig. Und dann gibt es natürlich Bücher, wie jetzt der Broadband, wo ich von erzählt habe, den gibt es nicht mehr zum Kaufen, der ist ausverkauft. Ich habe mir noch ein letztes Stück mal als Reserve Gebrauch gekauft, wo ich weiß, hey, es ist auch wie mit Weinflaschen, die Sachen gibt es irgendwann nicht mehr. Und jeder hat natürlich ein gewisses profundes Wissen auch in diesem Buch abgespeichert, das vielleicht irgendwann mal nicht mehr als solches greifbar ist, weil es einfach nicht mehr existiert. Und ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele interessante Bücher, die vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Weinkarte oder über Weingesetze oder über so Sachen gehen, die natürlich im heutigen, modernen, sage ich mal, Zeitalter sinnvoll sind, wo es aber auch über so gewisse vergangene Weinjahre, Weingargänge, Weinregionen und auch gewisse andere Geschichten geht, wo man durchaus tolle Sachen auch finden kann, wo man sagt, hey, man beschäftigt sich damit, man möchte sich damit auseinandersetzen und findet irgendwas Schönes. Oder sei es auch nur mal zu sehen, ich meine natürlich heutzutage mit den ganzen Weinplattformen und Weinsearcher und dieser ganzen Transparenz geht es ja oft immer so, hey, das ist teuer, warum? Man beschäftigt sich damit. Das ist so, warum ist es teuer? Okay, ich recherchiere mal. Aber es gab eine Zeit, wo man gesagt hat, okay, der Winzer war gut und man liest darüber, dass der großartig war und dann beschäftigt man sich mit dem Winzer. Das ist, glaube ich, bei dir oder bei euch früher noch was ganz anderes gewesen, sag ich mal, die Weine irgendwie zu verkosten, nicht zu verkosten, sondern einzukaufen. Oder wie war es bei euch? Im Allgemeinen ja viel mehr war es, glaube ich, tiefgründiger. Also würde ich fast so sagen, weil heutzutage geht es mir selber so, dass ich Informationen irgendwie haben möchte und dann suche ich da im Netz. Noch schlimmer, wenn ich irgendwie ChatGPT beauftrage, such mir die 100 wichtigsten Informationen zu dem Wein und dann irgendwie das so zusammenbastel. Natürlich immer mit dem Wissen oder mit dem Gefühl dabei, dass 50% irgendwie zusammengebastelt wurden und vielleicht noch nicht mal wahr sind. Also man sucht sich mehr Stichpunkte raus oder ganz, ganz einfache oder ganz, ganz punktuelle Informationen. Und früher bei uns war es eben so, dass man halt das Buch gelesen hat und dann versucht, die Geschichte damit zu nehmen und um die Lage noch die Geschichte mitzugreifen, warum die Lage so heißt und warum die Lage neben der anderen trotzdem abgegrenzt ist, was der Unterschied ist. Oder wenn du dir die geschichtlichen Hintergründe von einem Weingut anschaust und wann diese Lage dorthin kam. Also es war alles so ein bisschen
komplexer, wahrscheinlich aber auch dadurch konzentrierter oder nicht so vielschichtig, nicht so viel weltlich, wenn man so möchte. Heutzutage bearbeitet man ja mehr oder weniger die ganze Welt. Früher hatte man eher Spezialisierung, sei es auf eine Rebsorte, sei es auf ein Gebiet oder auf einen gewissen Stil von Wein. Und das ist heute alles ein bisschen globaler und allumfassender. Und dafür braucht man, glaube ich, eben auch diese allumfassenden Informationen. Also es war alles auch wesentlich ruhiger und wesentlich, naja, man musste auch nicht so schnell mehr oder weniger die Informationen haben und konnte auch anders mit den Informationen umgehen. Also die Informationen, die oftmals, wenn du irgendwo im Restaurant bist, die von Seiten des Sommeliers oder im Weinhandel von Seiten des Verkäufers kommen, sind dann auch nur so stichpunktartige Informationen, die dir mit an die Hand gegeben werden. Und ich finde, früher wurden mehr Geschichten erzählt. Man hat selber mehr Geschichten erzählt. Also wenn du dann einen Atlas hattest und hattest die einzelne Lage und dann konntest du noch skizzieren, warum die dort in der Mitte des Hangs ist und was der Unterschied zu einer anderen Lage im anderen Gebiet ist. Und man konnte es mehr auskleiden. Also es war alles wesentlich ruhiger. Was hältst du vom Schlückchen Rotwein? Jawohl. Jawohl. Was hast du denn da Schönes eingeschenkt? Ich dachte, ein bisschen was Italienisches. Das liegt bei dir irgendwie nahe. Mir ist 2020 Valpolicella Martanigo von Tedeschi. Ja. Corvina-lastig? Was ich lustig finde. Warum? Weißt du was? Ja, aber weißt du, was Tedeschi auf Deutsch heißt? Mhm. Was denn? Ich glaube, Tedeschi ist auch so ein bisschen, ich meine, gut, heißt ja auch irgendwie, glaube ich, der Deutsche oder so. Ich muss mal nachschauen, ich weiß gar nicht. Das weiß ich gar nicht, okay. Die Tedeschi sind die Deutschen auf Italienisch. Also ah, das ist ja witzig. Ist wahrscheinlich, da irgendjemand ist, deswegen ist es lustig, dass ich natürlich in Deutschland bin und wir ich habe den Wein auch hier bei uns mal auf der Karte gehabt, macht auch einen herrlichen Amarone. Ja. Der easy zu trinken ist. Aber machen auch immer schon gute Weine. Ja, es waren jetzt so mehr oder weniger die Vorreiter in der Region. Bitte? Also es waren ja so mehr oder weniger die Vorreiter in der Region, die ganz, ganz viele Sachen neu innoviert haben, die versucht haben, auch also neben dem damals noch massenproduzierenden Kollegen, die es da gab, einfach was qualitativ Hochwertiges und Besonderes zu innovieren. Uraltes Weingut, ich glaube seit dem 17. Jahrhundert, seit dem 19. Jahrhundert sind die auf dieser Qualitätsschiene, sind auch nicht klein, die haben 500 Hektar, aber ich finde, in dieser Größe schaffen die es unfassbar viel Individualität ins Glas zu zaubern. Es ist natürlich ein kleines Monster, jetzt mittags um 12 mit 15 Volumenprozent. Also da werden wir wahrscheinlich relativ schnell, wenn man den als Amarone gestalten würde, bei 17, 18, 19 Volumenprozent, aber das braucht der gar nicht. Also es ist so einer, der in sich selber sehr, sehr stimmig ist. Er hat eine ganz eigene Tiefe, finde ich. Also es ist so ein Wein, der nach außen strahlt, der auch so diese dicken Kirsch-Brombeer-Aromen hat, also wo du dich schon satt riechen kannst. Ich finde, die Farbe täuscht da fast ein bisschen und dann kommst du ganz, ganz viel nach. Total. Hat auch so ein bisschen dieses eingeweckte Pflaume und fast schon ein bisschen zimtig, was jetzt auch sehr gut zu der Jahreszeit passt, zu diesen ganzen herbstlichen Aromen. Ne? Weil es warme hat, ja. So ein bisschen was Nussiges, was ein bisschen was vom Holz kommt. Und so ein bisschen eben dieses, die Engländer oder die Amis sagen da eher savory dazu, was so ein bisschen dieses juicy und voll und Umami-Bissen mitschwingt. Ne? Mein Alkohol ist ja am Ende des Tages ja auch ein Aromaträger. Ja, aber genau. In dem Fall eigentlich sehr gut und gekonnt auch eingearbeitet ist, letztlich zu vulgär ist. Und ich finde, das Ganze hat auch eine gewisse Säure, die ihm jetzt auch so ein bisschen Elan mitgibt und eben nicht so diese typische Amarone-Aromatik, wo das Ganze schon in dieses flüchtige Säure und auch so ein bisschen mehr in dieses Oxidative geht. Ich finde, dass man dem Wein sogar eine gewisse, also Grundboden ist ja kalt. Und ich finde, das ist normalerweise bei den Weinen relativ schwer zu greifen, aber hier habe ich so dieses kalkige Gefühl. Also ich kann den Boden irgendwie in dem Wein spüren und versuche da ganz viele Parallelen zu eben auch anderen kalkhaltigen Gebieten zu finden, die mich ähnlich beeindrucken. Er hat so diese Geschmacksebene dazwischen. Das finde ich sehr, sehr besonders.
Total. Gibt mir halt so ein bisschen diese, ich finde, Kalk gibt dem Wein immer so eine gewisse Seidigkeit und eine gewisse Frische. Und ich finde, das merkt man bei dem Wein und es kommt auch sehr gut zur Geltung. Durchaus ein Weinerlebnis. Also macht Spaß Definitiv. und begeistert, Danke, aber das wär's bei mir. überfordert nicht. Nee, das ist auch ein sehr konsumiger Wein, der, glaube ich, auch gut bei den Kunden ankommt. Ich meine, Tedeschi und diese Stilistik, die Leute, die wollen. Ich meine, es ist immer das, was wir wollen, was die Leute wollen. Ich trinke gern mehr wie eine Flasche und das wäre jetzt eher ein Wein, wo ich mal ein paar Gläser trinke zum Essen. Aber es gibt halt die Leute, die eher so diesen etwas klassischeren Rotwein verlangen und da passt der perfekt. So, der hat so eine gewisse dichte, schwere Fülle, aber hat trotzdem eben was für mich und was wahrscheinlich dich auch begeistert, diese Frische, was dann so ein bisschen Vitalität gibt. Man hat auch eine ganz andere, ich meine, heutzutage ist ja manchmal so, dass irgendein Wein dann wie so ein, einmal durch, wie so ein, man hat so einen Zaunpfahl, mit dem man einmal durch die Stadt läuft und dann haben 20 andere Weine den gleichen Wein. Es hat manchmal so irgendwie das Gefühl, dass es manchmal fast schon so etappenweise ein Wein dann so durchgepusht wird auf Instagram, Social Media, wo man dann alle denkt, oh, Die das ist muss geil, das jeder muss ich haben. haben, das muss ich haben. Und dann ist es wie so, das ist eine Wildsau, die man einmal durchs Dorf scheucht. Und ich glaube, dass halt früher man sich viel mehr auf Intuitivität verlassen musste, aufs Belesene, wie du schon gesagt hast, wo man einfach sagt, hey, man beschäftigt sich was mit was. Warum, wieso, weshalb? Warum könnte das gut sein? Oder warum kann es jetzt gut sein? Das ist genauso wie jetzt halt, ich glaube, solche Weine, die heute wie damals, also heute so dieses ganze Global Warming Aspekt, wo sich die ganze Weinwelt so ein bisschen verändert, ich finde, da hat man auch so ein bisschen dieses altkrämerische, okay, man geht sich, man muss sich mit der Region befassen, die nicht existent ist, wo es aber jetzt tolle Weine gibt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Fluch an meiner Generation, dass alle Wege schon gegangen worden sind irgendwo und die Weine sind ja schon alle da auf dem Präsentierteller und dass man natürlich da auch viel weniger den Zugang irgendwann bekommen. Ich glaube, das wird noch viel schlimmer werden, dass wir in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich viel weniger Burgund trinken oder viel weniger große Champagner. Also die, gut, Champagner passiert jetzt momentan noch viel, aber das ist alles sich immer so zuspitzt und dass dann irgendwann der Zugang dann auch irgendwie weggeht. Aber dann müssen wir halt einfach neue Regionen irgendwie für uns erforsten, wo wir dann vielleicht noch dieses Forscherische an den Aber Tag bringen glaubst du, dass können. die Beständigkeit dann dadurch komplett aufgegeben wird, weil halt alles irgendwie noch hipper und schneller und toller und extremer sein muss? Also, dass diese Beständigkeit, man arbeitet sich halt in einer Region, wie das Burgund zum Beispiel rein, versucht dann halt verschiedene Lagen im Louis-Saint-Georges auch miteinander zu vergleichen, zu probieren. Sondern man probiert halt so quer durch die Welt alle Pinot Noirs und heute ist der cool und morgen ist der fancy Ich und glaube, dass am Ende des Tages die Beständigkeit in der Hand des Winzers liegt. okay. Ich meine, es ist egal, woher, wieso, weshalb und ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Winzer aus dem Kamptal oder aus dem Burgund oder sonstiges, das ist diese, was wir auch im Restaurant sehen, dieses kontinuierliche Abliefern. Und Beständigkeit entsteht dadurch, dass du dir irgendwann mal, sag ich mal, eine Marke oder eine Brand aufbaust oder eben den Wein als beständig aufbaust. Und ich glaube, dass es Beständigkeit wird als solches nicht verloren gehen. Das heißt, dass wir immer noch Weine haben, die wir schon tausendmal verkauft haben und die es immer noch da gibt und die immer noch genial sind. Ich meine, das ist ja das eine, sag ich mal, aber es gibt ja, ich finde, Beständigkeit ist ja alles, was irgendwie immer einen abholt. Ist es der Und es Winzer gibt oder ist beim Winzer Winzer. nicht aber auch anders? Oder nein, ist beim Winzer aber auch nicht genauso wie bei uns, dass er vielleicht auch das reizvoll findet, was er gerade in Amerika kennengelernt hat oder in Australien, dass man den Wein damit beeinflussen oder so gestalten kann oder das Geschmacksbild hervorrufen kann und das vielleicht dem eigenen Wein auch schmücken würde und dadurch die Weine zum einen globaler werden, also alle Weine mehr oder weniger gleich schmecken. Und eben doch unbeständiger. Sind in dem Sinne auch nur Ich Menschen, die glaube, eigentlich auch nur versuchen, sich zu nee, optimieren. total. Und ich meine, das ist ja auch gut. Ich meine, ich glaube, die Weine, die bei uns in unserer Generation heutzutage produziert werden, waren so gut wie noch nie. Also es ist ja auch ein klares Zeichen dafür, dass die Leute was lernen. Und ich meine, ein Winzer ist ja am Ende des Tages ja auch wie ein Koch,
Der hat ja auch seine Lehrjahre und dann hat er seine Wanderjahre und irgendwann hat er dann seine Meisterjahre, wo man natürlich in die Welt hinausgehen sollte. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man es nicht macht. Aber gleichzeitig greift man immer auf das fundierte Wissen älterer Generationen zu. Und ich glaube, als Winzer ist es natürlich wichtig, rauszugehen. Es ist wichtig, zu erleben. Es ist wichtig, sag ich mal, verschiedene Techniken sich anzueignen, so wie als Koch auch. Und dann muss man natürlich für sich das Beste draus machen. Ich meine, ich war auch einmal bei, wo ich war letztes Jahr im August und ich fand es eigentlich ganz interessant, war bei Promontory Bond in Halland und habe da mit dem Grower of the Field, Corey, geredet. Und der hat gesagt, dass die keine Winemaker einstellen, sondern sie machen Winemaker. Ich meine, es hat mich so fasziniert, weil Amerika ist für mich Winemaker, Winemaker und wo die Trauben herkommen, ist so ein bisschen sekundär, so was bei uns ja eigentlich nicht so ist. Und ich meine, Harlan hat ja auch irgendwann mal Zeiten gehabt, die waren auch fett und auch nicht gerade, auch nicht für jeden der beste Wein. Aber ich fand diesen Dialog faszinierend und die Bond-Weine, die sind auch fantastisch. Und die haben gemeint, für die ist es wichtig, dass derjenige, der die Weine macht, die Weinberge kennt. Und ich so, hey, das kennen wir ja eigentlich aus dem Burgund. Oder hey, das kennen wir ja auch woanders her. Und ich meine, natürlich ist es wichtig, verschiedene Elemente der Vinifikation zu lernen, aber viel wichtiger ist es zu wissen, was bei mir steht und was bei mir gut geht. Und viel wichtiger ist es zu wissen, was in 50 Jahren bei mir fantastisch ist. Und ich glaube, diese Beständigkeit, die haben wir durch, sage ich mal, wieder aus verschiedenen Bestandteilen, die daraus entstehen, dass der Winzer immer danach streben möchte, seinen ultimativen Wein auf die Flasche zu ziehen. Und ob er jetzt halt amerikanischen Stil fährt, ob er jetzt irgendwie biodynamisch, Natur oder lass mal den Weinstil außen vor. Jeder Winzer, der einen Wein macht, der hat eine Vision, die fängt am Anfang des Jahres an und 5 Jahre später probiert er sie. Oder nicht probiert er sie, aber 5 Jahre später kommt sie vielleicht am Gast an. Und ich glaube, dass diese Beständigkeit natürlich auch daher kommt, dass man diese Vision, die man hat mit dem Wein, dass man alle Schräubchen dreht, um den Wein eben auf das perfekte Podest zu heben, in Form von, dass alles, dieses Burgundische natürlich auch irgendwo zusammenfließt, wo man sagt, hey, das ist das Perfekte aus allen Bereichen, die den Wein in der Hand hatten, sei es jetzt der Boden, der Winzer, das Jahr, das Klima oder die Rebsorte. Und ich glaube, diese Beständigkeit, einfach dieses Streben zu haben nach Perfektion, nach dieser perfekten Vision ist, glaube ich, das, was immer noch da sein wird, was wir auch nie verlieren werden, weil das ist ein großer, großer Bestandteil von einem großen Wein. Ein großer Wein wäre es nicht, wenn er das nicht hätte. Von daher denke ich schon, dass wir Beständigkeit in diesem Aspekt haben. Aber natürlich haben wir werden die Restaurants, die Weinkarten, sie werden viel facettenreicher, weil jeder andere individuelle Stile mit reinbringt, die natürlich wichtig sind, die nach vorne arbeiten möchte und natürlich auch jedes Restaurant anders ist. Und ich glaube, das Schöne ist ja, dass die Weinwelt zum Glück nicht gar so konservativ ist, dass alles nur beständig ist, sondern dass immer wieder neue Sachen hinzukommen, die das Ganze mal wieder mal ein bisschen am Fundament rütteln und gucken, ob da noch alles richtig sitzt. Und dementsprechend entwickelt sich natürlich auch die Weinwelt. Ich meine, Riesling vor 2010 war ja alles natürlich trocken, die großen Gewächse, aber ich hatte mal einen alten Keller, 2005, und der hatte eine deutliche Restsüße. Und er hat sich natürlich auch entwickelt. Aber ein Winzer muss sich entwickeln. Der muss das Phänomen von den Jahrgang zu Jahrgängen zu zukünftigen Jahrgängen. Der muss verstehen, in welche Richtung seine kleine Welt, sein kleiner Planet sich dreht. Ob die Weinlagen in 20 Jahren genauso gut sind oder ob wir sehen, hier Klimawärmung, die Lagen können besser oder ob sie sehen, der Klon kann besser. Das sind ja alles Sachen, die sich ja irgendwo verändern. Das heißt, es muss, wenn die Weinwelt nur sich nicht verändern würde und immer nur das Gleiche wäre, dann wären die Weine nicht so gut, wie sie heute sind. Das heißt, wir brauchen Beständigkeit in dieser Verfolgung nach diesem ultimativen Geschmack, der Vision, aber wir müssen neue
Methoden lernen, wir müssen uns neue Fähigkeiten aneignen, wir müssen uns weiterentwickeln, aber ins Positive natürlich. Oder, kannst du überhaupt oder, noch Wein trinken? Also wann trinkst du Wein? Oder nicht das Degustieren, sondern einfach sitze ich hier mit einem Glas Wein und bist normal. Ich glaube, wir Menschen, wir haben auch mal unsere Phasen. Oder was denkst du dazu? Manchmal hat man auch einfach keine Lust auf Wein. Das ja. So nach einem Messetag. Das stimmt. Aber manchmal ist so ein Glas Wein, das vermisse ich persönlich manchmal, dass man sich einfach hinsetzt und den Wein nicht analysiert oder den nicht irgendwie versucht zu beschreiben oder versucht, die einzelnen Elemente herauszunehmen. Ich habe das im Urlaub manchmal, wenn ich in irgendeiner Taverne bin und mir ein Glas Wein bestelle. Und dann weiß ich nicht, was es ist. Ich versuche es auch gar nicht irgendwie zu erraten oder herauszubekommen, sondern ich trinke ein Glas Wein. Kannst du das noch? Abschalten, schwierig, aber man lernt alles. Nee, aber ich hatte das auch schon mal. Ich hatte irgendwann mal eine Phase, wo ich finde, das ist ja dieses Thema. Wenn etwas einem sehr wichtig ist, was sehr nah an einem dran ist und sich halt nur rundum damit beschäftigt, ist es natürlich irgendwann mal auch Arbeit. Und ich finde, ich hatte irgendwann mal die Phase, wo Wein natürlich alles zu viel war. Man jede Sekunde seines Lebens damit beschäftigt, was Wein ist. Man macht eine Weinreise, man ist im Urlaub bei einem Weingut, man lernt über Wein, man arbeitet mit Wein, man verkostet Wein, man hat privat in seiner Heimat, also Freizeit Wein, man trinkt Wein. Und manchmal ist es auch gut und wichtig, dass man auch mal ein bisschen Distanz auch mal dazu bekommt, um einfach das auch sich selber weiterzuentwickeln. Und natürlich auch, um einfach auch mal das Leben als solches nicht irgendwie außer Acht zu lassen, weil es gibt ja auch noch andere Sachen im Leben, die auch wertvoll sind, die auch noch koexistieren sollten neben dem Wein. Und natürlich sind wir alles Nerds, sonst wären wir nicht da, wo wir sind, aber wir sind in unserer Bubble, unserer Weinbubble, die für uns unglaublich wichtig ist. Und das Schöne ist natürlich, wir können alle Leute mit uns mitreißen. Weil das ist ja unsere Aufgabe und so unser Job am Ende des Tages. Aber es gibt trotz alledem immer noch Sachen, die das Leben auch noch bereichern. Sei es Urlaub, sei es Wandern, sei es Sport, sei es auch mal nur einen Pilz oder ein Bierchen zu trinken. Oder irgendwie ein Gespräch mit Freunden oder mal ins Theater zu gehen. Und ich finde, dass man manchmal auch durchaus in seinem gemachten Weinnest erstickt und es auch mal ganz schön ist, wenn man dann mal wieder auch mal rauskommen kann und wie du schon richtig gesagt hast, nicht immer alles analysierst. Wäre bei dir die nächste Stufe, wenn du sagst, okay, ich war erst Koch, dann bin ich Sommelier, ein Weingut zu haben? Hattest du den Traum, ein eigenes Weingut zu gestalten oder zu haben? Oder das ist eigentlich eine coole Frage, also eine interessante Frage, weil ich hatte ursprünglich irgendwo mal mir überlegt, okay, Koch, Winzer, Wein, was, wieso, weshalb? Und ich fände es natürlich super spannend, ein Weingut zu haben, ganz klar. Ich könnte mich nur nicht entscheiden, wo und wieso und welche Rebsorten und was. Und ich glaube, dass der Grund, warum wir alle Sommeliers sind, weil wir einfach die ganze Welt auf unserer Karte haben. Ja. Weil wir die Möglichkeit haben, überall reinzugucken, in jeden Keller. Das ist wirklich ein Riesengeschenk, wenn man da mehr oder weniger frei wählen kann. Und wenn einem was nicht gefällt, dann kann man einfach zum nächsten streben oder kann sich das nächste aussuchen. Wenn du dich aber festlegen müsstest, welche Rebsorte, was wäre das Weingut, in welchem Gebiet, was du jetzt aussuchen müsstest? Wenn ich aussuchen müsste, glaube ich, das ist eine sehr, sehr gemeine Frage tatsächlich. Es könnte in der Champagne sein, in Burgund, Piemont, natürlich die ganzen favorisierten Weinregionen. Aber wenn ich mich absolut limitieren müsste, glaube ich, würde ich irgendwas machen, was noch nicht so abgegrast ist, wo aber auch tolle Weine entstehen können, wo man noch so ein bisschen Pionierarbeit machen kann. Weil einfach, ich finde, es ist natürlich einfach, irgendwas wieder zu erschaffen, aber es ist natürlich unglaublich schwer, etwas Neues zu machen. Ich meine, es entstehen fantastisch interessante Sachen momentan so im Alto Piemonte, was mich abholt. Und ich finde Viola auch eine tolle Rebsorte, die sich auch sehr ins Positive entwickelt hat. Das Tannin ist zugänglicher geworden und da passiert momentan mehr wie woanders, finde ich persönlich. Von daher glaube ich, so Piemont
wäre nicht grundverkehrt mit Nebbiolo. Ist das für dich die unterschätzte Weinregion, die es gibt derzeit? Oder sagst du, es gibt eine, die total underrated ist und ich würde... Ich glaube, Piemont ist alles andere als underrated. Ja. Ich meine, wir alle trinken und lieben und schätzen Piemont. Das ist natürlich noch so ein bisschen beim Kunden underrated, weil der Gast, dem Gast ist immer wichtig, dass alles möglichst harmonisch ist und Piemont hat da so seine Schwierigkeiten mit der Säure und Tannin. Aber underrated. Ich glaube, was momentan, wenn es etwas geben sollte, was underrated sind, sind so Weißweine Spanien. Ich glaube, da passiert momentan immens viel. Oder natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, Alto Piemonte. Ich glaube, es gibt viele Regionen, die underrated sind, wo momentan viel passieren. Ich glaube, dass so Oregon viel passiert. Ich glaube, dass in Patagonien viel passiert. Oder was auch super spannend ist, sind so die ganzen neuen Sachen, die aus Chipsland kommen. Da passiert viel. Es gibt einfach viele aufstrebende underrated. Also wenn man offen ist und, sag ich mal, es zulässt, kann man immer noch in dieser doch schon so outgesourcten Weinwelt immer wieder neue, aufregende Sachen probieren aus Regionen, die eben underrated sind. Gerade weil eben auch oftmals neue Winzer dazukommen, die das neu zu interpretieren, verstehen und dem Gebiet total manchmal auch ein ganz eigenes Gesicht schenken oder eine ganz eigene Ausstrahlung dann irgendwie dieses Ausarbeiten von etwas, ne? Ist wie bei uns. Wir müssen auch Sachen irgendwie für uns ausarbeiten. Und manchmal muss man einfach, ist es gut, wenn man eben nicht zu nah dran ist und verschiedene Blickwinkel auf etwas hat. Und ich glaube, dass viele Regionen, die natürlich immer schon als solches abgestempelt worden sind, eben doch auch aufregende Weine machen können. Ausarbeiten ist für einen Sommelier natürlich nicht so einfach. Ich finde, dass er sich teilweise auch über den Service oder die Serviceart definieren kann. Jetzt war euer Betrieb ja relativ eingefahren, aber was ist für dich selber beim Weinservice wichtig? Was hast du bei euch im Betrieb eingeführt? Was stört dich, wenn das jemand anderes macht? Also Service, wie betrachtest du das? Für mich ist es wichtig, dass jeder sich eigentlich irgendwo wohlfühlt. Weil ich finde, dieser Wohlfühlfaktor ist etwas, was man unterbewusst an andere Menschen um sich herum abgibt. Sei es Kollegen, sei es Gästen, sei es dergleichen. Kann man das mit dem Service erreichen? Also es ist ja auf der einen Seite schon das Storytelling, ist der Wein selber, aber spielt der Service da einen gewissen Anteil? Ich finde, es gibt für alle Sachen immer ein gewisses Konstrukt, ein gewissen Gerüst, wo man natürlich für sich selber das auf die eine Art und Weise interpretiert. Und was bei uns immer schon wichtig ist, dass Fehler verzeihlich sind irgendwo. Ne? Es ist jetzt, man rügt jetzt jemand vor dem Gast oder wenn jemand mal, keine Ahnung, den Wein halt so aufmacht, wie er aufmacht, dann ist es halt so. Wichtig ist halt immer so ein bisschen diese Natürlichkeit, die dann der Kellner dann hat und an den Gast weitergibt. Und für uns ist irgendwo wichtig als solches, dass der Service natürlich empathisch, offen und halt gleichzeitig nicht zu verfangen ist. Und ich glaube, verfangen ist da gar kein unpassendes Wort, weil oftmals ist man, wie ich vorhin auch schon mit der Weingeschichte gesagt habe, zu sehr in seiner eigenen Weinwelt gefangen und verliert manchmal so das, was jemand anders eigentlich möchte. Mein Vater war ja eigentlich Quereinsteiger irgendwo und der hat halt immer priorisiert, dass es dem Gast gut geht. Und das ist etwas, was manchmal so ein bisschen, zumindest denke ich, verloren gegangen wird, weil man ist in seinem eigenen Konstrukt gefangen aus, sag ich mal, gehobener Küche oder man ist aus seinem eigenen Konstrukt gefangen von einem Service, den man mal gelernt hat und man realisiert manchmal gar nicht, dass es vielleicht nicht unbedingt das Passende ist, was der Gegenüber gerade sucht oder auch haben möchte. Und ich finde, man muss immer auch eben eine Symbiose schaffen aus, sag ich mal, was man reflektiert, was man sein möchte und was natürlich auch der Gast irgendwo auch haben möchte, was auch zur Küche passt. Was habe ich verändert? Ich habe versucht, natürlich Sachen ins Positive zu verändern. So, dass ich versucht habe, aus vielen verschiedenen einzelnen Individuen ein Team zu machen. Das ist immer noch meine größte Herausforderung.
einfach diese ganzen Charaktere irgendwie einzufangen, sodass sie auch alle parallel laufen und nicht alle irgendwie kreuz und quer. Weil das natürlich bei uns ja oft auch ein Betrieb ist, wir haben jetzt nicht den Luxus oder wir hatten nie den Luxus, irgendwie zu sagen, du kannst anfangen, du nicht. Weil wir natürlich dadurch, dass wir ein familiengeführtes, sage ich mal, Restaurant sind, was in der Branche mittlerweile bekannt ist, natürlich auch durch eine gewisse Vorarbeit, die ich geleistet habe und auch mein Vater, aber die ja nie wirklich großartig irgendwie als solches wahrgenommen worden ist, hatten wir natürlich dann oft auch Angestellte oder Mitarbeiter, die ungelernt bei uns angefangen haben, die man natürlich dann alles beibringen musste. Den klassischen Azubi, der natürlich dann direkt schon bei uns auch auf Kunden und Gäste losgelassen wird, was natürlich in anderen Betrieben unvorstellbar wäre, aber den Leuten ist Ehrlichkeit und Transparenz und auch einfach das Menschliche manchmal wichtiger, als wenn jemand einen akkuraten Service macht. Und das ist für uns immer schon wichtig, dass einfach diese Menschlichkeit nicht verloren geht. Und beim Service selber, gibt es bei dir Grundanforderungen, wo du sagst, keine Ahnung, die Flasche nicht in der Luft aufmachen oder auf alle Fälle vorher probieren, Gläser avinieren, Wein dekantieren oder eben auch Sachen, wo du sagst, da zaubere ich richtig. Also wenn ich das machen möchte, dann möchte ich den Gast richtig verwöhnen und das sind Sachen, die ich sonst selber im Restaurant nie sehe, aber wo ich die eigentlich gar nicht so unwichtig finde, rein von der Servicequalität im traditionellen Sinne. Total. Ich meine, bei uns ist es, wir sind ja direkt in der Innenstadt, Fußgängerzone, öffentliche Lage, wo alle zukommen, also alle Gäste, alle möglichen verschiedenen Arten von Gästen auf uns einprasseln. Und bei uns ist immer dieses Individuelle wichtig, dass man einen Gast erkennt, auch in seiner Qualität erkennt und ihm eigentlich das liefert, was er haben möchte. Ne? Wenn du jetzt einen Gast vor dir sitzen hast, der möchte jetzt einen extra Weinservice haben, dann macht es unbedingt, 100%. Wir haben auch eine Tageskarte und ich stelle den auch ein Menü zusammen. Also wir sind, bei uns ist eben dieses Individuum wichtig. Es muss nicht eine komplette Struktur sein, die sich aufs Restaurant legt, sondern jeder Gast wird anders angenommen. Jeder Gast wird anders quasi bedient. Und dieses Versuchen, diese, sage ich mal, das einschätzen zu können, was unglaublich schwer ist, aber natürlich auch manchmal den Weg mehr zu gehen, der wichtig ist und ist extrem wichtig. Und natürlich gibt es so Sachen, auf die ich natürlich Acht gebe, dass man natürlich einen korrekten Weinservice macht. Aber wir haben oft bei uns, wie gesagt, die Problematik mit Familienbetrieb. 20 Jahre lang ging es so und dann natürlich ist es schwierig, irgendwie alles zu kontrollieren und das ist auch der falsche Ansatz. Manchmal ist es auch einfach gut, einfach Sachen zuzulassen und sich nicht über alles aufzuregen, weil man es einfach auch, also zumindest bei uns in unserem Art, wie unser Betrieb schon immer funktioniert, nicht funktioniert. Viel wichtiger ist es, das Individuum als Angestellten so zu schulen, dass er eben die Fähigkeiten hat, alles machen zu können. Dass er einen Wein empfehlen kann oder dass er irgendwie die Weinflasche akkurat aufmacht. Aber wenn es mal nicht so ist, dann ist es halt so. Natürlich hatte ich Schulungen, hatte ich gewisse Serviceabläufe und Strukturen, die ich dann irgendwie versucht habe zu implementieren, sodass man irgendwie ein bisschen guckt, dass man weniger redet, dass man versucht, Sachen irgendwie besser zu effektiver zu machen. Oder natürlich, klar, Code of Masters von mir ist das Erste, was ich gemacht habe, wo ich ankam, ich habe Körbchen gekauft. Das hört sich jetzt so lustig an, wie es klingt. Weinkörbchen. Ach, Köpfchen, okay, ja. Weil wir sowas nie hatten. Und ich so, es kann auch nicht sein, wir kaufen jetzt hier einen Wein, irgendwie einen alten Bordeaux, der 600 Euro kostet und wir haben kein Körbchen. Ich finde das so schade, dass die komplett halt in Vergessenheit geraten sind und manche Weine brauchen die einfach. Wenn du die aus einer liegenden Position aus dem Keller holst, dann einigermaßen sorgsam nach oben bringst oder aus woher auch immer. Und dann wirbelst du die ständig auf, weil du die Flasche halt aufrecht stellst, dann einschenkst und aufrecht stellst. Und so ein Körbchen ist oftmals eigentlich eine Grundvoraussetzung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Körbchen gesehen habe. Ja, und es ist ja genau das, was ich versucht habe, fein zu tun, dass der Wein perfekt am Kunden ankommt. Wie er aufgemacht wird, ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache, der Wein schmeckt perfekt, wie es sein sollte. Und das war mir halt extrem wichtig, weil das ist genau das Schlüsselmoment und auch natürlich, klar, so verschiedene Sachen wir haben jetzt eine Weinkarte mit vielen Positionen, wo liegt was, das sind natürlich auch alles Sachen, die man irgendwie implementieren muss und natürlich verschiedene Kühlschränken und wie macht man Sachen auf, habe ich auch alles versucht irgendwie zu implementieren, aber wir machen natürlich jetzt keinen klassischen Sterne-Service, aber ich finde,
klassischer Sterneservice heißt ja auch nicht, dass man sich zu sehr in diesem Service-Aspekt verliert, sondern zeitgemäßer Service ist für mich etwas, was wie beim Winzer ja auch, man hat die Fertigkeiten, man kann es anwenden und passt es auf seinen Betrieb an und versucht eben diese Vision zu verfolgen, dass der Gast glücklich rausgeht und dass eben alles in seiner perfekten Weise serviert wird, wie es nur geht natürlich im Betrieb. Es gibt natürlich, aber wenn man, sag ich mal, Sachen nicht zulässt und zu sehr oft in einer Perfektion verfangen ist, dann leidet natürlich andere Aspekte, die dann auch den Service leiden lassen. Und deswegen ist es, finde ich, da irgendwie wichtig, sich da so ein gewisses Gleichgewicht zu finden, inwiefern man Sachen streng implementieren muss, inwiefern die auch wichtig sind und inwiefern das natürlich auch zum Betrieb passt. Und Körbchen waren für mich wichtig, Chambrier waren wichtig, temperierte Weine waren für mich wichtig und natürlich, dass die Leute eine Flasche aufmachen können und andere Sachen. Apropos Chambriers, wie wichtig ist die Temperatur? Und hast du da eher das Münchner Gefüge, also wie man sich das so vorstellt, dass die Gläser beschlagen müssen, Eiswürfel bereitstehen? Oder sagst du, ich empfehle dann doch eher den Vorstellungen oder den Vorschlägen des Winzers oder meiner Fachmeinung zu folgen und den Wein dann doch eher bei 10 bis 12 Grad zu servieren beim Weißwein? Man muss halt noch ziemlich viel Pionierarbeit machen, was die Temperatur in München anbelangt. Bin ich ganz bei dir. Aber ich finde, das ist ja wiederum etwas, was dann der Gast zu entscheiden hat. Natürlich versuche ich, meinen Aspekt dem Gast quasi nicht aufzuzwingen, sondern ich spreche Empfehlungen aus. Und ich versuche auch, sag ich mal, meine Chambres dementsprechend einzustellen. Und wenn ich merke, der Wein ist zu kalt, mache ich ihn wärmer. Und manchmal hatte ich so ein Battle mit meinem Vater, weil der hat immer kalt gestellt, ich habe warm gestellt und wir waren eigentlich immer nur dabei, die Kühlschränke umzustellen. Aber das lag auch natürlich daran, dass hier bei uns im Sommer, es ist heiß draußen, 40 Grad und die Leute, die wollen es dann kalt. Die beschweren sich, wenn der Wein zu, die Leute beschweren sich, wenn der Wein zu warm ist, aber sie beschweren sich nie, weil der Wein zu kalt ist. Ja. Und natürlich doch, es gibt Leute, die sich drüber beschweren, aber dann stellst du ihn einfach raus und dann temperiert er innerhalb von ein paar Minuten. Das ist dann, wo ich nochmal sage, hey, der Wein ist zu kalt, es tut mir leid. Es ist, sage ich dann oft auch mal in München, da wollen wir es so, klar. Aber ich würde ihn gerne einfach draußen stehen lassen, lass ihn einfach ein bisschen temperieren. Und der einzige Vorteil, was ein Wein hat, wenn er von kalt zu warm wechselt, ist einfach der, dass er sich verändert. Und zwar ins Positive. Und das hast du nicht, wenn der Wein auf warm ins kalt geht. Das heißt, du hast diesen positiven Effekt, hast du, wenn der Wein quasi erwärmen kann im Glas, weil dann der ganze Körper rauskommt. Und du hast es halt nicht, wenn der Wein zu warm ist für den Kunden, dann ist er gleich scheiße. Das Einzige, was ich für mich festgestellt habe, ist, dass es einfach gewisse Weine gibt, die man nicht kalt servieren darf. Und ich habe bei alten Burgundern in letzter Zeit für mich herausgefunden, dass es besser ist, wenn ich ihn sogar aus meinem Rotweinchambrier raushole, wo er 15 Grad hat, und ihn dann runterkühle, weil er einfach oft, wenn er kühler serviert wird, älterer Weißwein aus dem Burgund, viel mehr dieses Oxidative hat. Weil dieses mannelige, zugespitzte, leicht Primox-Ding, was wir immer kennen, wenn der Wein dann kalt ist und diese ganze Anaromatik weg ist und da riecht halt reif, dann denkt ihr, oh, das ist Primox. Und ich habe für mich festgestellt, bei manchen Weinen, wenn ich das andersrum mache, wenn die quasi aus 16, 17 Grad warm oder Kellertemperatur eigentlich 15, 16 Grad, 17 Grad warm, dann an Gas kommen und man den aus ein bisschen runterpetiert, dann hat man auch wieder diesen positiven Effekt. Der Wein ist da, der riecht nicht oxidiert, der ist super schön schmelzig und dann wird er ein bisschen frischer. Was du ja eigentlich bei einem älteren Wein durchaus nicht grundverkehrt ist, wenn er so ein bisschen frischer wird. Ne? Und man kann sich dann reintrinken, nochmal anders, als wenn es immer anstrengender wird, wenn es dann frischer und leichter zu trinken wird, ist es natürlich auch für den Trinkfluss sehr angenehm und von dem eigentlich sehr von Vorteil. Spielt ihr da auch mit den Gläsern? Also sind Gläser für dich wichtig oder eher... Ja, sekundär. Bei uns geht es tatsächlich
aus betrieblicher Sicht immer mehr um das Praktische. Also wir haben bei uns am Samstag ist es, also du hast halt nicht diesen klassischen Service, wo ein Kunde kommt und dann 4 Stunden sitzt und man ein bisschen rumspielen kann. Aber du hast halt oft sehr viel Druck hinter der ganzen Geschichte und wir haben sehr wenig Platz. Das heißt, wir versuchen uns da so ein bisschen zu limitieren. Also wir haben von Spiegelau Definitions Bordeaux Glas. Wir haben Riedel Champagner Rosé Glas mit Dom Pérignon. Wir haben auch noch ein paar andere Gläser, die ich noch da vor Ort habe. Auch das Burgunderglas, das ich dann ab und zu mal punktuell einsetzen kann. Aber im Endeffekt machen wir das eher, dass wir alles aus einem Glas machen. Wir haben das Gabriel-Glas als Standardglas, wo wir alles quasi an Getränken außerhalb Wasser und Cola und AFGs servieren. Was ja schon mal gar nicht schlecht ist. Also da habt ihr euch ja schon mal Grundgedanken um das Glas gemacht und versucht, das Ja. zu leben. Findest du also privat oder eben rein aus dem beruflichen Aspekt, losgelöst vom Geschäft selber, irgendein Weintool wichtig oder gut, oder bist du gar nicht so der Toolboy? Toolboy, also ich finde alles, was die Weinflasche aufmacht, großartig. Aber da gibt es teilweise Sachen, Konstrukte, die will ich mit einer Kneifzange nicht anfassen. Die dann, wo ich mir denke, dieses Hebelmännchen, was alle anderen von mir aus gerne nutzen können, aber ich finde, das ist so unpraktisch. Aber das ist natürlich auch, was bei uns ist. Aber ja, ich meine, so eine, ich finde, es gibt alles, was funktionell ist, ist für mich großartig. Dekanter, Körbchen, Flaschenöffner oder auch für alte Korkens und Durant. Obwohl man den nicht zwingend braucht. Ich habe auch oft auch viele mit anderen Sachen aufgemacht. Und ja, ich meine, ich habe nie so ein Weinsieb benutzt, tatsächlich für Depot und alte Weine, aber das lag eher daran, dass ich mir das noch nie zugelegt habe. Aber ich denke, das macht durchaus Sinn. Aber ansonsten, ich meine, einen Trichter benutze ich zum Beispiel nie, weil ich es immer direkt vom Dekanter an die Flasche kippe. Aber ansonsten eigentlich alles gut. Und bei dir? Gibt es für dich etwas, was du nur sagst, hey, das würde ich auch nicht mal mit einer Kneifzange anfassen? Da gibt es, also abgesehen vom Drop-Stop, gibt es eigentlich ganz viele Tools, die ich nicht brauche. Also eigentlich braucht man nichts weiter. Es gibt manchmal so witzige Sachen wie eine Kühlmanschette im privaten Bereich, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, die auch funktionieren, wenn du halt irgendwie zum Picknick gehst. Das finde ich ganz, ganz cool. Ich muss sagen, dass ich jetzt nach der Weinbar für mich Korava entdeckt habe. Im privaten Bereich finde ich das großartig, wenn man da seinen Chambrier einmal durchtrinken kann, ohne immer gleich eine Flasche trinken zu müssen. Im betrieblichen Bereich macht er durchaus sehr viel Sinn. Ich habe es damals nie benutzt, weil ich lieber die Flasche ausgeschenkt habe und dann eben auch mehr oder weniger den positiven Druck hatte, die Flasche ausschenken zu müssen innerhalb eines gewissen Zeitraumes. Das fand ich ganz spannend. Man konnte damit eben auch erleben, wie die Flasche sich entwickelt hat und das dann immer individuell auf die Gäste abstimmen. Also für mich war das mehr oder weniger so ein kleines Game mit dabei. Aber jede Art von Belüfter oder sonstiges fand ich eigentlich immer so überflüssig, sondern habe da eher versucht, mit intensiven Dekantieren, mit Gläsern zu arbeiten und brauchte die ganzen Spielereien, wie, keine Ahnung, es gibt ja Kühlstäbe, die du in den Froster legst und dann da rein tust oder sonstiges. Also es war mir eigentlich immer alles zu viel und ich war dann mehr aufs Wesentliche beschränkt. Und für mich war so dieser klassische Total. Service eigentlich immer das Wichtigste, dass man immer eine gewisse Ästhetik mit dabei hat, dass man eine gewisse Abfolge mit dabei hat, dass man das mit dem Gast zusammen zelebriert und ihm damit diesen Mehrwert auch schenkt, den er letztlich auch mit dem Mehrpreis, den er im Restaurant bezahlt, damit auch liefert. Total. Also ich finde auch diese ganzen Philippans, was die ganzen Belüfter anbelangt, total unsexy, weil keiner von uns versteht den Wein so gut, dass wir das einschätzen können, wann das richtig und wann es falsch ist. Und ich finde, man muss den Wein probieren, man muss den Wein dann darauf hingehend halt mit ihnen arbeiten. Und alles, was dem Wein Luft zugibt, entzieht auch gleichzeitig Aroma, finde ich. Und unnötiges Dekantieren, Arrerieren und eben mit diesen ganzen Geschichten gibt ein bisschen was, klar, aber man verliert auch immer was. Und diese Kühlstäbe und alles ist auch Quatsch. Es ist,
Da muss man sich lieber Gedanken machen, dass man es besser vorbereitet. Wobei ich letztens festgestellt habe, was für mich im privaten Benutzen ganz praktisch ist, wenn ich zum Beispiel einen Rotwein habe, der nicht Zimmer, also der Zimmertemperatur hat und nicht irgendwie aus dem Schomburg, aus dem Keller kommt, dann ziehe ich dann manchmal einfach die Kühlmanschette auf und dann hat er für mich die perfekte Temperatur. Ich mag Rotwein auch halt gerne ein bisschen temperierter trinken und nicht zu warm, was oftmals im Service selber auch für Irritationen gesorgt hat, wenn die Gäste den eben bei 16 Grad zum Beispiel bekommen haben und damit erstmal nicht klarkamen. Das zu verargumentieren, man ist dann immer am Erklären, aber da war das Wohl des Weines für mich so erstmal das Wichtigste dabei und ja. Total, und es ist mir auch wichtiger tatsächlich, wie wenn er weiß, wann mal ein Grad kühler ist. Weil ich finde, Rotwein zu warm ist für mich fast mit das Schlimmste, was es gibt. Es ist auch manchmal auf Messen ganz schwierig, wenn einfach der schon ewig draußen steht und ich mir denke, okay, weißt du. Ich krass, gerade in der Messe, wo du die Weine präsentierst, die optimal eben auch darstellen möchtest und die Weine einfach verkaufen möchtest, wenn die da seit Stunden draußen stehen und dann ihre geführten 25, 28 Grad haben, das ist dann relativ ist nicht so optimal. Was wäre für dich so ein perfekter Ort zum Wein trinken? Also wo du sagst, da ist Temperatur für dich wichtig, ist Wandfarbe, ist Musik oder wie glaubst du, kann man Wein am allerperfektesten wahrnehmen? Was war für dich wichtig, als ihr euren Laden eingerichtet habt? Was war für mich wichtig? Also ich finde alles natürlich, alle Eindrücke machen Wein in irgendeiner Form reicher. Aber gleichzeitig glaube ich, wenn man Wein muss und differenzieren zwischen Wein verkosten, Wein genießen und auch Wein wahrnehmen, was bei mir wichtig war mit der Weinhandlung, war, dass es irgendwie schlicht ist, aber trotzdem modern und ansprechend und auch zeitgenössisch ist. Und dass es halt nicht so dieses typische Crema-Ding ist, wo man reingeht, alles ist verstaubt und man muss erstmal irgendwie alles hin und her schieben. Aber ich denke, für einen Wein ist, glaube ich, alles, ich glaube, mit die besten Flaschen Wein waren oftmals die Weine gewesen, die man dann irgendwo auf einer Parkbank oder irgendwie am Berg oder beim Wandern oder nach dem Wandern oder irgendwo mal in der Natur getrunken hat, weil man dann irgendwie nochmal ein ganz anderes Eindruck hat, was auch so von dem äußerlichen Aroma auf einen zukommt. Ne? Und natürlich das Emotionale. Aber ansonsten, ich finde es so im Restaurant, man darf Wein, ja genau, aber auch mal im Restaurant eine Flasche Wein aufmachen, ist für mich eigentlich die perfekte Kulisse für einen Wein. Ja. Weil daheim ist es langweilig oder kann Spaß machen, aber dann braucht man, aber ich finde dieses in diesem Trubel sitzen, wo so viel um dich rum passiert und man macht dann eine schöne Flasche Wein auf, wo dann das Essen gut dazu passt. Ich finde, das ist schon etwas, was den Wein auf jeden Fall anhebt, als was man dazu isst. Und natürlich dann als Sekundäre gefällt es mir hier um mich rum. Und natürlich dann manchmal, wenn man sagt, hier eine schöne Flasche Champagner irgendwo mal als Aperitif, kann auch mal entstehend sein, das ist ja auch alles schön, macht schon Spaß immer alles. Ist Musik für dich wichtig dabei? Musik ist generell für wichtig für mich, ich höre viel verschiedene Sachen tatsächlich, aber ich würde jetzt nicht irgendwie eine Flasche Wein aufmachen und Musik dazu hören und dann die Flasche Wein trinken. Okay. Alleine, sondern ich würde eher irgendwie gucken, dass es eben was Gesellschaftliches ist, was für mich das Wichtige ist am Wein, dass man eben mit Freunden irgendwo sitzt und sich unterhält und über was spricht und eben da eben sich austauschen kann und dann eben auch fachsimpelt und redet und hey, der Wein schmeckt mir so gut und das liegt da daran und so. Man halt irgendwie auch etwas ist, worüber man redet. Findest du, Musik kann einen Wein zerstören oder kann ihn bereichern, wenn du ein bestimmtes Stück dazu abspielst? Klar, ich meine, alles, was Emotionen anspricht, kann den Wein positiv oder auch negativ verändern. Ja. Weil wie gesagt, es ist ja einmal Geschmack und Sensorik und alles andere, wie dann das bleibt und wirkt, das bleibt dann hängen. Die Frage ist dann immer nur die, was soll im Fokus sein? Soll die Musik im Fokus sein? Soll der Wein im Fokus sein? Und ich meine, wenn man dann, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel mal angenommen, man geht irgendwie zu einer Vorstellung und schaut sich was an und die spielen eine Band, Orchester oder auch ein Theater oder dergleichen und man bekommt Wein serviert, ist auch perfekt. Da bereichert der Wein eben das Ensemble.
Wenn man sagt, okay, man möchte den perfekten Wein, die perfekte Musik zum Wein, ist es dann eher für mich etwas, dieses Unterbewusste, was man dann aufgreifen möchte, wo habe ich die Musik gehört und was verbinde ich damit und wie schlage ich die Verbindung für mich zu dem Wein? Und es kann ja zum Beispiel mal sein, hey, ich habe mal zum Beispiel einen gewissen Wein getrunken und war ich dann dort und habe die Musik gehört, dann fange ich das wieder ein. Und das machen wir ja tagtäglich mit Speisen oder mit Gästen ja auch. Also, und da mehr oder weniger die Frage, kann man das mit Musik auch? Also, wenn du jetzt die Neunte von Beethoven hören würdest, könntest du einen Wein dazu abstimmen? Ich meine, du musst beide Sachen verstehen und dann kannst du beide Sachen zusammenführen. Ich finde, wenn man den Wein und die Musik versteht, dann kann man alles, kann man das auch schön zusammenführen. Unsere Beethoven Neunte kann man natürlich auch einen perfekten Wein dazu servieren. Wäre dann für mich eher etwas Barockeres, Klassischeres. Es könnte zum Beispiel Initial von Celos sein oder eben etwas, was ein bisschen voller ist, irgendwie. Zum Beispiel einen schönen Grenache von Rayas oder irgend sowas. Also man kann das schon auch, man kann natürlich die Sachen alle immer miteinander kombinieren, aber man kann es erst kombinieren, wenn man die Sachen auch versteht. Und dann ist es natürlich am Ende des Tages auch so ein bisschen Marketing-Aspekt, was mache ich draus? Ich hatte zum Beispiel einmal die Aufgabe als Händler, nicht als Sommelier oder auch beides, ich musste für eine Uhrenkollektion von Vacheron Constantin zu ihren 7 Modellen die passenden Weine dazu Na kreieren. krass, ja. Und das ist natürlich beides Sachen, die man quasi wahrnimmt, aber anders. Man muss sich irgendwie die Brücke binden. Und das habe ich halt dann durchs Team gemacht, wie ich es halt verkauft habe. Also ich gesagt habe, hier eine Overseas, dazu mache ich einen Chardonnay aus der Übersee. Und so Sachen halt. Also man kann viel miteinander verknüpfen. Und ich glaube, wenn man die Aufgabe hat, es machen zu müssen, dann setzt man sich auch anders oder mehr damit auseinander und schafft Damit das dann auch. auseinander. Und kann ich dann, gibt es ein Instrument, was Wein reflektiert? Ich glaube, jedes Instrument kann Wein reflektieren. Ja? Ja, ich denke, weil ein Instrument bedient sich ja dem Notensystem, die wiederum quasi eigentlich das Wichtige sind, wo eben die zum Wein passen oder nicht. Ich glaube, es gibt bestimmt Instrumente, die, nicht alle Instrumente. Ich glaube, man müsste es eher an Ausschlussverfahren sehen. Ich glaube, so eine Trommel wäre eher schwierig mit dem Wein zu pairen. Weil das ja teilweise auch kannst, und du hast ja Aber da verschiedene Intensitäten, verschiedene Rhythmen, verschiedene ja, hast ja auch Schlagmuster, alles. verschiedene Größen, Trommelgrößen. Also da, ich finde den Gedanken eigentlich ganz gut, dass du sagst, jedes Instrument hätte eigentlich fast eine Daseinsberechtigung, um es irgendwie mit Wein gleichzusetzen. Gibt es für dich überhaupt noch ein Leben ohne Wein oder bist du zu 100% Wein? Nee, tatsächlich gibt es auch noch ein Leben ohne Wein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch alle irgendwie auch pflegen müssen. Ja. Aber ich denke, sehr viel wird vom Wein eingenommen, tatsächlich. Also großteils. Gibt's irgendwas, was dem Wein gleichkommt? Also irgendein Getränk, was eine ähnliche Vielschichtigkeit, Tiefsinnigkeit, Komplexität, Globalität? Ich glaube, dass Wein schon so ein bisschen standalone ist. Es gibt natürlich Produkte, die, sage ich mal, ich glaube, Tee ist etwas, was super vielseitig sein kann, auch mit differenzierten Geschmäckern. Ich glaube, Kaffee tut sich da ein bisschen schwer, weil es alles eher in eine Richtung geht. Und Tee hat dann auch ein bisschen mehr verschiedene geschmackliche Komponenten. Ansonsten finde ich, klar, ich meine, alles, was alkoholisch ist, ist vielschichtig, ne? Ich meine, ob es jetzt irgendwie, ich finde so dieses ganze Alkoholthema, was jetzt nichts mit dem Alkohol per se zu tun hat, sondern eher das, dass diese Fähigkeit, ein trockenes Produkt in verschiedenen Facetten geschmacklich quasi wirken zu lassen, das ist etwas, was noch kein anderes Getränk so gut geschafft hat, wie etwas, was irgendwie mit Alkohol versetzt ist. Wo einfach dieses Durchgären und dieses ganze Prozess, wie es da hinkommt, diese Veredelungsgeschichte. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nie irgendwie was anderes veredeln mussten. Kann ja auch sein. Aber ich finde, dieses alles, was so ein bisschen Alkohol hat, hat viel differenzierteren Geschmack. Natürlich gibt es Säfte, die auch verschieden schmecken können und. Aber, und natürlich dann, glaube ich, auch Tee als zweites. Hat es manchmal aber nicht damit zu tun, dass man sich den Getränken gegenüber nicht ausreichend widmet?
Also, dass man nicht Total, hingeht und jetzt zum klar. Beispiel einen Saft, wenn du einen absolut perfekt gereiften Apfel oder sortenreinen Apfelsaft hast und du würdest dich hinsetzen und würdest den 10 Minuten lang riechen in verschiedenen Temperaturebenen aus verschiedenen Gläsern und dann mit Ruhe schmecken, die verschiedenen Säuremuster analysieren, dass man da eine ähnliche Geschmackserfüllung hat oder bei Mandarinensaft oder was auch immer. Total, es gibt schon grandiose Säfte, das steht außer Frage. Apfel, verschiedene alte Sorten, Birnen und dergleichen. Da gibt es schon sehr viel, was auch noch zu entdecken ist. Und wenn man den vielleicht auch nicht dann so wie einen Apfelsaft betrachtet oder mit einem Wein versucht zu vergleichen, sondern einfach sagt, okay, ich nehme halt jetzt einen 3 Jahre alten Apfelsaft. Jetzt ist irgendein random Beispiel, also ich will ja jetzt irgendwie nicht den Apfelsaft lobhuldigen, aber versucht die gleiche Ernsthaftigkeit, die wir an dem Wein setzen oder dem entgegenbringen, das beim Apfelsaft zu pflegen. Ich glaube, dass noch viel mehr auch noch zu entdecken gilt und es noch viel mehr möglich ist, definitiv. Mhm. Und ich glaube, dass nicht alles immer nur mit Wein behaftet sein muss. Ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben uns noch nie damit beschäftigt. Das Einzige, worunter diese ganze, sag ich mal, Geschichte leidet, ist, dass es immer nur um Zucker und um Süße quasi ging und nie irgendwie um Bitter und nie um irgendwie differenzierte Geschmäcker. Und ich meine, das Facettenreiche beim Wein ist ja diese Reife, wie auch beim Käse, dieser Veredelungsprozess. Und natürlich könnte ich mir vorstellen, dass es auch Säfte geben wird, die man veredeln kann, die man durch verschiedene Reifeprozesse eben zu dem bringt, wie sie irgendwann mal hinkommen. Nur das Problem ist, dass sobald irgendwie Saft irgendwie reift und irgendwie Luft bekommt, dann ist ja eigentlich, kann ja eigentlich, dann passiert ja eigentlich diese Fermentation und dann wird alkoholische Geschichte eingeleitet und dann entsteht ja daraus eigentlich auch schon wieder was anderes. Ich meine, im Endeffekt ist der Saft ja irgendwo per se die Urform des Weines, weil es war ursprünglich ja auch ein Weinsaft, der eben zu Wein gekommen wird, durch viele verschiedene Veredelungsprozesse. Und ich glaube halt, dass da halt so die Schwierigkeit ist, dass man weggeht nur von dieser primär fruchtbehafteten Saft und versucht daraus irgendwas zu entstehen zu lassen, weil es eben noch nach anderen Sachen schmeckt. Man sagt ja auch, dass der Grundkäse per se ja auch nach nichts schmeckt, sondern dass die Reifung ihn ausmacht. Und Wein ist ja auch so ein Produkt, was, wo das Grundprodukt ja eigentlich viele Ähnlichkeiten hat. Ich meine, hier, wenn wir zum Beispiel einen unvergorenen Riesling-Most probieren, dann sagen wir, okay, das schmeckt vielleicht ein bisschen besser, aber der Geschmack ist jetzt nicht riesig unterschiedlich. Und dann veredelt man eben genau diese 2 verschiedenen Moste und ist dann irgendwann mal, keine Ahnung, bei einem Schlossberg von Breuer und bei einem, lass es mal irgendwie ein Gutswein von Weil sein. Sehr interessanter Gedanke. Und dieser stimmt, ja. Und dieser Ausdruck, glaube ich, das ist etwas, wir Menschen, wir müssen alles immer versuchen, besser zu machen oder uns weiterzuentwickeln, sei es irgendwie mit gewissen Technologien, mit gewissen Weinen. Und Wein ist ein Produkt von vielen verschiedenen Schritten und Veredelungen, bis wir zu dem Punkt gekommen sind. Und es ist natürlich alles irgendwann mal aus dem Saft entstanden. Ich meine, es gibt auch Kirschwein, es gibt Apfelwein, es gibt viele verschiedene andere Weinformen, die eben aus Säften kreiert werden. Aber wir sind da nie so wirklich zum Saftthema weitergekommen. Und ich glaube, dass natürlich, es gibt tolle Sorten, grandiose Sorten, die phänomenal schmecken, die, wenn wir ins Glas bekommen, nicht wesentlich schlechter sind wie irgendwie in Wein. Aber ich glaube, dass wenn es um diese Vielschichtigkeit geht, dann müssen wir immer überall irgendwas betrachten, was auch diese Veredelung hinter sich hat, weil da einfach so viele Parameter mitschwingen, die denn dieses Produkt in ihrer Differenziertheit entstehen lässt. Die auch die verschiedenen Aromenschichten letztlich durch die Veredelung aufbauen, dass man eben im Fermentationsprozess aufbauen, fördert oder. Und was ist für dich ein Produkt, wo du sagst, ein anderes Produkt zu Wein für dich? Ich finde es unglaublich schwer. Ich glaube, dass es Tee sein könnte. Ich habe beim Tee aber selber noch nicht die Geschmackstiefe irgendwie erfahren können dürfen. Ich weiß aber auch zu wenig um Tee. Wir haben zwar intensiv in der Weinbar mit Tee beschäftigt und hatten da 70 verschiedene Sorten. Wir haben, ich mag Tee, mag das, mag damit experimentieren, mit den verschiedenen auch Hitzegraden vom Wasser, um den Tee aufzugießen oder den verschiedenen Ziehzeiten. Also ich glaube, wenn man das intensiv lebt, kann das durchaus sehr interessant sein. Ich kann mir auch vorstellen, aufgrund der Aromenkomplexität, die man finden kann, dass es beim Kaffee eine gewisse Parallele gibt,
weil man sehr, sehr viele verschiedene und auch teilweise unterschiedliche Geschmacksmuster darin oder Aromenmuster darin hat, von fruchtig über würzig, über kräutrig hin zu Aromen, die wir vielleicht auch gar nicht so mit Kaffee beschreiben würden, die aber durchaus darin integriert sind. Und wenn man da mit verschiedenen Konzentrationen auch spielt, also die mal kräftig, mal nicht ganz so kräftig, mit verschiedenen Brüharten spielt, kann man aus dem Kaffee auch sehr viel herausholen und kann da eben auch sehr viel drüber philosophieren, über die verschiedenen Herkunftsgebiete, die verschiedenen Anbauweisen, Röstgradationen und so weiter. Das könnte ich mir durchaus auch sehr, sehr interessant vorstellen. Ich glaube aber trotz allem, dass in dieser Vielschichtigkeit, es gibt ja pro Jahr, ich glaube, 140.000 neue Weine, also neue Labels sozusagen, die halt oder durch das Jahr hervorgerufene neue Interpretation alter Weine. Und das alles abzutrinken in diesem Feinweinsegment, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und ich glaube, diese Vielschichtigkeit hat kein anderes Produkt. Haben auch Säfte nicht und haben auch Mineralwässer oder was auch immer, haben alle nicht. Auch Liköre oder Whisky, glaube ich, wirken dort und im Vergleich relativ eindimensional im Vergleich zu Wein. Deswegen, glaube ich, sind wir auch alles am Ende des Tages, das fasziniert uns auch so, ne? Mhm. Könntest du Wein in ein Wort pressen, wenn du sagst, Wein, Punkt, Punkt, Punkt ist? Lebensbereichernd. Schön. Wenn es nur ein Wort sein darf. Weil ich finde, bereichernd ist etwas, was das Leben schöner macht, aber auch nicht unbedingt einnehmen muss. Mhm. Und ich finde, alles, was bereichert, ist immer unbefangener und schöner, als wenn es etwas einnimmt. Mhm. Welcher Wein wärst du? Wenn du ein Wein wärst? Welcher Wein wäre ich? Ja. Ich glaube, ich würde irgendwas, ich meine, das eine, was würde man gern sein, welchen Wein trinkt man gerne oder was repräsentiert man? Das sind natürlich nochmal verschiedene Sachen. Ja. Ich glaube, ich würde eher sowas Kontinuierliches, Präsentes, so ein bisschen was, wenn es Burgund sein soll, dann wäre ich wahrscheinlich eher so ein Chambertin, der so ein bisschen eckiger ist, ein bisschen mehr Power hat und ein bisschen aber auch großartig sein kann. Mhm. Aber ich glaube, das ist, könnte ich, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Wärst du gerne irgendwas anderes außer Sommelier? Klar, du warst schon Koch, aber alles darüber hinaus? Ich dachte irgendwann mal, oder zumindest habe ich mir Gedanken befasst, mal Architekt zu werden. Ah, cool. Aber es war auch schon länger her. Ja. Ja, aber es gibt, ich habe irgendwann auch mal Wirtschaft, BWL studiert, weil okay. Man hat ja oft die Problematik, wenn man nicht genau weiß, was man möchte. Aber ja, ich glaube, es gibt viele tolle Berufe, die alle irgendwo ihren Charme haben. Mhm, aber ich bin, glaube ich, ganz froh, dass ich Sommelier bin. Gibt es einen Laden, wo du gerne nochmal arbeiten würdest? Also sei es nur für einen Tag oder für eine Woche oder für ein Jahr, wo du sagst, das wäre mega zu erfahren, wie dort die Abläufe sind, wie die, die große oder kleine Weinkarte handeln oder was auch immer. Ich glaube, es gibt viele tolle Läden, so, ich meine, wo natürlich die Service phänomenal ist, das ist im Madison, ja, in New York, einfach nur mal zu sehen, was für eine Dimension das hat. Klar, Tantris ist auch ein tolles Restaurant in München, was auch die Größe hätte, um einfach mal zu sehen, wie sowas in dieser Form, auch in dieser Struktur funktioniert. Es gibt tolle, tolle Restaurants. Ich glaube, es gibt zu viele, um sie jetzt alle zu benennen. Ich meine, der Alchemist, es gibt immer mal reingucken und mal reinblicken. Oder auch mal andere, ich meine, auch mal irgendwie Freundschaft, mal zu gucken, was dort in einem Abend so ist oder wie es da so ist. Ich glaube, es gibt viele tolle Restaurants, wo man gerne mal irgendwie Mäuschen spielen möchte. Hast du einen Weinladen, der dich total begeistert hat? Also irgendwie eine Bar oder einen Weinladen zum Kaufen? Oh, es gibt immer wieder welche, oft wenn man irgendwo in Frankreich unterwegs ist, finde ich, findet man tolle Läden. Es gab nicht den einen, der dich vielleicht auch geprägt hat für deinen Laden, wo du sagst, so soll der irgendwann mal sein. Ich meine, ich war früher, bevor ich hier das aufgemacht habe, war ich ja oft in Berlin, weil meine Freundin eben in Berlin gearbeitet hat. Und da war ich oft einfach mal im KDW, um mir mal anzuschauen, wie das ist. Und ich finde, dass die Weinabteilung damals da oben, klar, die war ein bisschen teurer, aber die war eigentlich immer ziemlich gut irgendwo strukturiert und aufgebaut. Man hat tolle Sachen immer gefunden. Oder auch mal Sachen gefunden, die irgendwie älter waren und nicht so. Natürlich gibt es viele andere tolle Läden auch noch. Also das ist
Nur eben, ja, es gibt großartige Weinlinien. Ich glaube, ich meine hier Geisels oder Dallmayr macht auch, hat das auch phänomenal. Ich finde, man, es gibt zu viele gute Weinlinien mittlerweile. Stimmt. Aber ja. Gibt es den einen Wein, also wo die Worte fehlen, wenn du den nochmal probieren könntest, schon mal probiert hast, den du mal probieren möchtest oder? Oder was war das ultimative Weinerlebnis für dich? Ich glaube, wo wir damals zusammen im Keller von Romani Conti waren, war schon phänomenal. Kannst du dich daran erinnern, wo wir das aus dem Fass rausprobiert haben? Ich glaube, da hatten wir alle ein Grinsen. Und ich glaube, wenn wir als Sommelier ein Grinsen ins Gesicht gezaubert bekommen, dann ist der Wein für uns großartig. Hm. Ist in der Tat so. Ich fand es interessant, dass damals die Erwartungshaltung natürlich dementsprechend hoch war. Und ich niemals damit gerechnet hätte, dass der Wein oder die Weine, die wir probieren durften, der Erwartungshaltung gerecht wird. Und war sehr überrascht, dass er es wurde. Also, dass man etwas hatte, was man nicht beschreiben kann und was man einfach gefühlt hat. Also, man konnte den Wein und selbst im noch nicht fertigen Zustand vom Fass regelrecht fühlen. Die Energie einfach spüren. Ja. Es ist diese dritte oder vierte Dimension, die Wein erreichen kann, wenn es nicht nur einfach ein alkoholisches Getränk ist. Ja. Und natürlich sind wir als Sommeliers mit großen Augen dort gestanden, aber ich denke mal, das ist einfach manchmal, finde ich, dieses Grinsen ist mit diesem Unterbewusstsein verbunden, was wir halt für uns gut und schlecht empfinden. Und das kann manchmal so was Banales sein wie ein Riesling oder irgendwie so ein einfacher Riesling. Aber wenn es für uns so sexy ist oder wenn es für uns einfach so Lust macht, irgendwie da rein zu riechen und man irgendwie diese verschiedenen Strukturen irgendwie dann irgendwie verschiedene Elemente dann irgendwie zusammenfügen und dann man irgendwie diese Verbindung hat zu dem, wo es herkommt. Ich finde manchmal, das hat irgendwann mal jemand gesagt, dass man diese Thematik mit Mineralität, man schmeckt sie nicht. Und dann kam mal so eine andere Studie, oder es gibt eine andere Studie, die darum geht es, dass wir Menschen, wir haben eigentlich ein genauso gutes Riechorgan wie die Haie. Nur, dass wir halt anders sensibilisiert sind. Ein Hai kann einen Tropfen Blut in mega viel, in einem riesen Meer riechen. Und wir können Ozon extrem gut riechen und wahrnehmen. Und Wetterumschwünge. Und ich finde, dieses Element von diesem Wetterumschwung, wenn man mal in Toskana ist und es regnet, dann hat man diesen Geruch, der speichert sich ab. Und den findet man manchmal auch in Weinen. Und ich finde, dass manchmal sich diese Aromatik so zusammensetzt, dass man eben diese geliebte abgespeicherten Moment, den man eben dort eben hatte, oder man ist an der Mosel und man riecht den Schiefer, oder das sind so diese Elemente, die riecht man ja nicht per se, sondern man hat die mal wahrgenommen und so abgespeichert, dass diese, das ist irgendwie auch ein ganz, ganz spannendes Thema ist irgendwie, was noch viel zu wenig erforscht ist, wieso, weshalb, warum man das alles so riecht und schmeckt, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, dass wir Menschen eigentlich sehr gut darin sind, irgendwie um Wetterumschwünge zu riechen. Das ist halt aber unterbewusst. Ja. Und es ist halt, es passiert halt auch so viel unterbewusst, auch im Wein. Ist oftmals bei so genialen Verkostern, finde ich, auch zu beobachten, dass die den Wein nageln können, es aber auch nicht beschreiben können, warum. Nur weil sie diesen Wein schon mal probiert haben und vielleicht sind es diese intuitiven Momente oder Erinnerungen, an die die das binden, kann ich mir vorstellen. Ja, bestimmt. Wow. Gab es für dich schon mal ein schönstes und ein schlimmstes Sommelier-Erlebnis? Eins, was dich richtig schockiert Ich glaube, das Schlimmste ist es, wenn du was aussuchst und dann entweder eines Besseren belehrt wirst oder der quasi deine, also ich finde halt, wenn ich irgendwo als Gast bin, möchte ich natürlich auch als Gast sein. Und wenn halt dann jemand daherkommt und sagt, hier, das, was ich mir ausgedacht habe, ist scheiße, dann finde ich, dann hat er einfach sein Thema verfehlt. Okay. Weil erstens habe ich als Sommelier nur Weine auf der Karte, die ich geil finde. Ja. Also wenn ich was aussuche, was scheiße ist, dann hat er offensichtlich in der Gestaltung seiner Weinkarte versagt. Hattest du das schon mal, dass jemand sagte, ey, das finde ich aber scheiße, was du dir jetzt ausgesucht hast? Ja, ich glaube, das hat mal jeder schon mal gehabt. Oder hey, das will ich mir jetzt nicht aussuchen, würde lieber das nehmen oder so oder sonstiges. Okay. Okay, krass. Ja, das ist dann diese Situation, wo dann ein Sommelier dann über seine Grenzen hinausgeht und den Gast quasi wie eine Hecke zustutzt, so wie er es sie gerne hätte. Ja, stimmt. Und sich dann wundert, warum das Restaurant dann irgendwann leer bleibt. Und schönstes, also irgendwas, was dich total begeistert hat? Ja, die ganzen Male, wo natürlich meine ganzen Vorbilder mir einen tollen Wein serviert haben, zum Beispiel. Die ganzen Erlebnisse.
Ja. Die mich natürlich dann irgendwo berührt haben. War es dann eher die Beratung oder war es dann das Endprodukt oder war es das Auftreten? Ja, alles, komplett. Okay, ja. Alles, denke ich mal. Es ist ja, ich finde, es gehört ja auch alles zusammen. Ja. Was ist deine Lieblingsblume? Genau. Lieblingsblume, schwierig. Ich bin eher nicht so der größte, sag ich mal, Blumenbotaniker. Ich kaufe natürlich gerne mal welche, um meine Freundin glücklich zu machen. Aber ich finde, dass Blumen generell alle eigentlich wunderschön sind und jeder für sich halt schön. Ja, stimmt. Ob es jetzt irgendwie eine Frühlings-, eine Pfingstrose ist oder eine Orchidee oder ein Veilchen oder so Maiglöckchen. Ich finde, es sind diese, das ist, ich finde, Blume hat eben eine Aufgabe, die erfreut dich manchmal in ganz unerwarteten Momenten. Und manchmal reicht es auch einfach nur zu sehen, dass eine Blume da irgendwo rausgeht, weil es so diese, ich finde, Blumen sind für mich etwas, was sehr stark mit Hoffnung und Optimismus verbunden sind, weil es immer irgendwie so Leben und irgendwie Neues irgendwie bringt. Schöner Gedanke. Ein schönes Geschenk oftmals, also ein schönes Mitbringsel, was viel zu selten in letzter Zeit oder jetzt gerade in den letzten Jahren praktiziert wird. Ich finde es schade, dass das auch von der Floristik gar nicht mehr so gelebt wird. Findest du Wein ist ein gutes Geschenk? Also klar, du hast einen Weinladen, du Wein musst jetzt ja sagen, Geschenk. Natürlich, aber aber grundsätzlich? Wein also, ist immer ein gutes Geschenk. Okay. Also es kommt natürlich immer darauf an, wem man was schenkt. Und worauf muss man achten? Ich meine, wenn ich jemanden... Wenn ich jemanden Wein schenke, der keinen Bock auf Wein hat, dann bringt es ja nichts. Ja, man sollte schon irgendwie das Feingefühl haben. Auch ich denke mal, wie gesagt, wir als Sommeliers wissen ja, was wir wem schenken. Hm. Es gibt Menschen, die wollen Etiketten, es gibt Menschen, die wollen Gewohntes, es gibt Menschen, die wollen irgendwas anderes. Wenn Kunden zu mir kommen, sage ich denen immer, wem wollt ihr was schenken und wieso wollt ihr es ihm schenken? Und ich sage halt meistens leider, wenn ich als Non Sommelier was schenke, dann ist besser, man schenkt etwas, was bekannter ist, weil eben diese Wertigkeit dann mit transportiert wird. Wenn wir Sommelier was schenken, dann ist es natürlich was anderes. Dann ist die Wertigkeit, wer wir sind, ob wir uns damit beschäftigen. Aber Wein ist immer ein gutes Geschenk. Worüber freust du dich, wenn du ein Weingeschenk bekommst? Eher was Unbekanntes oder eher was Bekannteres? Beides, beides. Ja. Wenn ich weiß, wer mir was schenkt, weil ich finde, das ist wichtig. Wenn ich mir irgendwie so an da mir irgendjemand irgendwas schenkt, einen Wein, die meisten trauen sich nicht, einen Wein zu schenken, das ist eher das Problem. Aber wenn irgendjemand mir einen Wein schenkt, was dann, keine Ahnung, so ein was Einfaches, so ich habe das mal gekauft, so ungefähr. Oder ich finde, ich glaube, es gibt nichts Schwieriges, als einen Sommelier eine Flasche Wein zu schenken. Weil wir alle sehr, sehr spezifisch sind mit dem, was wir mögen, was wir nicht mögen. Ich hätte gedacht, es gibt nichts Einfacheres, als einem Sommelier eine Flasche Wein zu schenken, weil er ja eine Grunddankbarkeit hat und einen Grundrespekt dem Produkt gegenüber. Und wenn man jetzt nicht irgendwie den 2,99 aus dem Lidl mitnimmt, dann hat man ja schon ein Grundverständnis dafür. Kommt auch immer darauf an, was für ein Geschenk, ne? Was für eine Wertigkeit das Geschenk haben soll, finde ich. Ich meine, wenn wir halt einen Wein bekommen, wir denken, okay, der Winzer ist vielleicht nicht ganz so unser Favorite, das stellen wir mal ins Regal. Dann verstaubt es, dann ist auch niemand geholfen. Hast du selber noch Ziele und Wünsche? Ja, ich würde gerne irgendwann mal meinen Master bestehen. Ich meine, es ist ja wie wenn man einen Gipfel besteigt. Man muss zumindest mal versuchen, hochzukommen. Und kurz vom Gipfelanstieg aufhören wäre ja schade.